Seit wann nennst du Kay eigentlich Kevin? Seitdem wir uns in Los Angeles ein Zimmer geteilt haben. Och, nicht nur das Zimmer. Und im Team miteinander geworden sind. Genau. Wir sind reingegangen. Im wahrsten Sinne. Kevin, wir haben gesagt... Was denn? Du benimmst dich. Ich habe den Server Brand Safe genannt. Ja, wir haben darüber gesprochen, dass du dich benimmst. Haha, Edo hat Angst mit mir zu streamen, weil er Schiss hat, dass er nicht mal Brand Safe ist. Kevin ist einfach ein Brand Risk. Ist nicht. Ich hab einen neuen Partner. Kevin ist einfach Brand Risk. So. Ich habe auch einen neuen Kooperationspartner, soll er so bleiben. Also nicht, dass er neu ist, aber dass er bleibt. Ja, ich bin mal gespannt. LOL! Ich bin genau da gelandet, wo wir weggegangen sind. Vorhin. Echt? Okay. Ja. Und du landest da, wo ich gelandet bin. Ich bin unten am See gelandet. Okay. Wir machen die Mission. Versuchen wir mal. What the fuck? Nee, ist gerade. Ich weiß nicht, ob es ein Baum war oder ob ich mich gerade sehr gefreut habe, aber da ist auf jeden Fall ein ziemlich großer Ast gerade rausgekommen. Oh. Ja, wir sind wieder da, wo wir aufgehört haben. Okay. Ich habe Bock auf die Eiswelt. Wir machen jetzt die Mission, dann gehen wir in die Eiswelt. Okay. Lass uns. Wir wissen. Kann es sein? Wieso hab ich gar keine Sachen dabei? Ja, es ist alles weg. Man behält das anscheinend nicht. Was macht man denn? Warum nimmt man Zeug mit? Kein Plan. Ich möchte übrigens anmerken, kann es sein, dass wir die ganze Zeit, also dass wir die ersten 60 Missionen, die ganzen Olympus-Missionen, alle immer wieder auf dieser selben Map hier spielen? Kann sein, ja. Die sind alle auf derselben Map, aber die Map ist größer und vor allem Eis und sowas und Schnee und sowas. Ja, da werden wir dann wahrscheinlich einfach hingeführt über die Zeit, ne? Yes. Sollen wir wieder unsere Base da aufbauen, wo wir es vorhin gemacht haben? Wenn du was mitgenommen hast, ist eine Landekapsel. Oh, fuck! Ist es eine Landekapsel? Glaube ich das nicht. Oder? Meine Landekapsel ist leer. Drücken, um zu interagieren. Ist nichts drin. Hab ich auch nicht. Weil es nichts wertvoll ist, aber wir müssen auf jeden Fall lernen, wie das funktioniert. Es wäre schon cool, coole Sachen mitnehmen zu können. Ich denke, wir können... Oh, hier ist direkt ein Wolf. Ich denke, sowas können... Wir können nicht die Sachen mitnehmen, die wir... Also dieses Basic-Zeug... Ich glaube, es bezieht sich nur auf die... Nur Quest-Gegenstände kann man mitnehmen, okay. Genau, und die Sachen, die wir im Hub kaufen, weißt du? Diesen verbesserten Anzug und sowas. Ich glaube, ja, ist das okay, verstehe. Nicht die Basic-Sachen, wir können die Quest-Sachen mitnehmen. So Rucksäcke und sowas, was wir im Hub kaufen. Ja, okay. Ja, genau. So cool. Okay, cool. Okay, nur die gekauften Sachen hier mitnehmen zur Mission. Okay, cool. Weiß Bescheid. Und dann werden wir halt einfach trotzdem nach wie vor immer besser und geiler oder so. Ja, wir haben ja Viskelen, wir können ja mehr Sachen abbauen, schneller. Ich loote schon mal das Zeug und baue uns als allererstes eine Hütte. Mach das. Ich loote auch schon und mach Sachen. Weil der erste Sturm, der kommt, wir brauchen auf jeden Fall eine schnelle Hütte. Ich baue uns da schnell. Versuch mal auch am besten Holz zu organisieren, wenn es geht. Und was, Steine. Was müssen wir denn eigentlich machen, unsere Quest? Neue Kapsel gestartet. Karte prüfen. Und was daran ist die Mission? Scanne Gelände. Jo, ist eine gute Frage. Was ist die Mission? Keine Ahnung. Noch direkt zwei Speere für jeden von uns wieder. Ja. Bist du weit weg von mir? Ich bin nicht so weit weg von dir, glaube ich. Lass uns diesmal nicht am See wohnen. Magst du mal dich ein bisschen in meine Richtung begeben? Dann bauen wir diesmal hier was. Okay, ich komme. Ja, dann sind wir ein bisschen zentral auf der Karte, wie es aussieht. Mission müssen wir rausfinden, was es ist. Ja, wir müssen... Sind wir schon raus. Irgendwie anscheinend, ich glaube, es ist schlecht übersetzt. Ich glaube, wir müssen eine neue Kapsel starten, oder? Neue Kapsel gestartet. Karte prüfen. Vielleicht müssen wir einfach die Welt erforschen. Ich habe keine Ahnung. Ein Todescounter, wir sind nur einmal gestorben bisher. Achso, okay, das ist einfach nur Exploring. Wir müssen rausfinden. Also ja. Wir müssen exploren. Das heißt, kleine Base. Rüstung und dann exploren. Pfeile, Bogen. Bogen und Pfeile mache ich dir direkt wieder, ja? Dann gehen wir exploren. Brauchst du nicht zu holen. Okay. Ja, ich kümmere mich jetzt um Bäume und um Base. Und um Hammer und so und um eine Feuerstelle, damit wir das alles haben. Okay. Und dann, ich habe Bock, exploren. Da können wir mal die ersten Höhlen und sowas finden. Ja, ich habe auch schon eine Höhle gefunden. Am See war eine. Okay. Bitte nicht spoilern, Mark, weil ich will das selber auch noch gucken. Bitte nichts verraten, weil ich habe dadurch, dass ich streame, habe ich nicht die Zeit, das selbst zu gucken, aber ich würde es gerne nochmal nachgucken. Da freue ich mich drauf. Ich habe hier direkt so ein Terrorpferd. Ich würde mich da einfach mutig... Ja, ich weiß nicht, ob du das jetzt tun solltest, so early.
bin hier auch ziemlich gerade. So, ich baue uns jetzt hier oben drauf ein Haus. Wo sind wir denn? Wo befinden wir uns? Ich glaube, in der Nähe von dem See wäre nicht ein Wolf bei mir. Okay, die Pferde sind nach wie vor krass. Stirbst du mir gerade? Nein. Aber bei mir ist ein Wolf. Die sind sehr sozial. Weil ich muss wissen, ob du stirbst, weil dann halte ich mich vom Wolf fern. Nein, ich lebe. Ich muss jetzt ein Kind töten. Okay, wollen wir in der Nähe vom Dings leben? Was denkst du davon? In der Nähe vom Wasser wieder, ja, oder? Da ist ja noch eins. Ja, denke. Macht Sinn, oder? Ja, am Anfang ist Trinken schon nicht verkehrt. Wir haben noch keine anderen Möglichkeiten freigeschaltet. Kein Wasserkollektor oder sowas. Oh, ich habe super viel Loot schon mitgenommen. Geht Gott sei Dank recht flott, Chat. Ich weiß nicht, ob ihr die Designentscheidung für ein Survival-Game taugt, dass man sein Kram neu sammeln muss. Das ist ein Survival-Roguelite, also wie ganz viele andere Roguelite-Games. Das ist ganz cool. Du wirst immer stärker, immer besser und begibst auf Missionen. Es gibt ja auch einen Endlos-Modus, wo du das nicht musst. Man kann auch wohl Tiere haben, wie es aussieht. Es gibt auch einen Endlos-Modus, wo du einfach in einer riesigen Welt alles aufbauen kannst und machen kannst. Es gibt verschiedene Spielmodi. Wir spielen gerade die Missionen. Musst du aber nicht. Es gibt ganz andere Möglichkeiten, das zu spielen. Ich finde das cool. Ich mag das. Ich finde das irgendwie nice. Du machst Missionen, du schaltest Sachen frei, du wirst immer stärker und so. Ich finde irgendwie, ich mag das. Das ist so wie Hades oder sowas. Oder wie Darkest Dungeon und so, bloß als Survival-Game. Weil so eine Megabase wäre cool, werden wir auch bauen. Wir werden auch mal eine riesige Megabase bauen. Aber lassen uns erstmal stärker werden und besser werden, Charaktere hochleveln, viele Missionen schaffen. Damit wir die krassen Sachen bekommen, große Rucksäcke, geile Raumanzüge und sowas. Und dann werden wir eine riesige Megabase bauen, aber sowas von. Ich habe die ganzen Deko-Elemente und sowas. Ich werde die größte Base ever bauen. Also Edo, ich will ja nichts sagen, aber hier ist wild. Also hier ist gerade wirklich wild. Ich werde hier übel angegriffen die ganze Zeit von allem Viechzeug, ne? Ja, dann komm doch mal zu mir. Wir gehen ans Wasser oben. Ich habe schon 3 von diesen Pferden getötet und einen Wolf. Du wirst, wie gesagt, du wirst immer besser, Marc. Du wirst immer schneller, du kriegst immer besseres Werkzeug, du baust schneller ab, du kriegst mehr Erträge, weil du hast einen riesigen Technikbaum, den du behältst, und du hast einen riesigen Talentbaum, den du behältst, über viele, viele Bereiche. Und du schaltest mit jeder Mission, die du freispielst, kriegst du Währung, mit der du bessere Ausrüstung mitnehmen kannst, deine Kapsel upgraden kannst, wenn du in neue Missionen kommst. Aber, wie gesagt, Leute, die das nicht so spielen wollen, die können auch einfach sagen, ich spiele einfach den Endlos-Modus. Und da kannst du riesige Base aufbauen, die Welt erkunden, einfach Endlos-Modus spielen und eine große Base aufbauen. Also Spiel bietet beides. Das ist mega, mega cool. Und das heißt, du levelst nicht so ein bisschen hoch, wirst immer stärker, die Mission wird immer schwerer, immer anspruchsvoller und sowas. Gibt es Gegner? Ja, ja, es gibt auch Gegner. Und vor allem Stürme und Wetter und sowas. Das ist halt echt cool gemacht. Also ich persönlich mag das. Ich hab ein Ziel. Weil ich habe oft so bei Survival-Aufbauspielen, finde ich oft, ist es nicht mehr herausfordernd, aber so wird es immer schwerer. Wir haben jetzt schon Missionen, die uns sagen, da könnt ihr nicht hin. Eissturm-Missionen, die zu schwer sind und sowas. Ich persönlich mag das super gerne. Und ich habe richtig Bock. Ich habe richtig Bock, ganz weit in die Mission voranzuschreiten und dann noch eine riesige Base zu bauen und so. Also, I love it. Mir macht richtig Spaß und das ist super atmosphärisch und hübsch. Deswegen finde ich cool. Feuerblatt, danke dir für die 9. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Das ist lieb von dir. So, ich fange gleich mal an, eine kleine Base zu bauen. Der Kontrast zwischen dem Stream und den Stream-Reviews ist enorm. Inwiefern? Die Stream-Reviews, also das Spiel hat ja richtig gute Reviews jetzt. Es war früher mixed, weil es früher auch scheiße war. Als ich es zum allerersten Mal gekauft habe, habe ich so gekotzt, weil es nicht lief und habe es sofort zurückgegeben. Aber jetzt sind die Bewertungen auf Steam ja richtig gut. Und deswegen haben wir es wieder in Angriff genommen, weil die Reviews auch wieder gut sind. Hochgestuft, nice, Level up und ich bin überladen. Ich gehe jetzt in Base bauen. Weil es war eine Zeit lang unfassbar beschissen. Das Spiel. Aber die haben ganz viel dran gearbeitet und jetzt hat das positive Reviews. Also das Spiel ist ja sehr positiv bewertet auf Steam. Ist das ein Early Access? Ich habe keine Ahnung. Aber mir ist es egal, ob es Early Access oder nicht. Ich spiele fast alles mal im Early Access. Und wir spielen auf der schwersten Stufe auf Hardcore und wenn wir sterben, müssen wir von vorne anfangen. Ist aus der Early Access schon raus? Okay, kein Early Access. Scheiße, ich bin überladen, Chat. Was brauche ich denn nicht? Das hier kann ich dahin packen. Ich bin immer noch überladen. Ich wollte am Wasser bauen. Sehr weit weg vom Wasser. Ist das kein Placement? Nee, ist kein Placement. Das ist ein Projekt, was Kay und ich wollten. Also ist kein Placement. Ich werde nicht bezahlt, um die Spiel zu spielen. Fallen lassen. So, ich gehe jetzt erstmal hin, versuche mich zu bauen. Permadeath. Ja, wir spielen Permadeath. Wann ist eigentlich Sons of the Forest mit der Donnerstags-Lobby, wenn es irgendwo mal released ist? Hoffe ich mal.
Okay, ich wollte ja in dem anderen See diesmal leben, da oben hin. Auch wenn es weit weg ist. Aber nicht mehr da unten hin, boah, das ist auch schön. Inwiefern lohnt sich Baseball, wenn man den Planeten nach einer Mission verlässt? Naja, es gibt Langzeitmissionen. Und zweitens, wenn der Sturm kommt und du keine Base hast, bist du tot. Also, du musst, um Missionen zu schaffen, brauchst du eine Base. Und du musst so Sachen craften und herstellen und sowas. Also, du brauchst eine Base. Die Frage ist, ob du eine schöne Base bauen willst oder nicht, aber das ist jedem selbst überlassen. Aber du brauchst erstmal eine Base, um zu überleben. Die Reviews sind von heute bemängeln stark die Performance. Also, Steam sagt mir, ich will das Spiel jetzt gar nicht gut reden, mir gefällt's, Chat. Ich mag das gerne. Wenn es euch nicht gefällt, ist ja was anderes. Aber Spiel sagt mir gerade, ich hoffe, ich werde nicht angegriffen. Wie heißt das nochmal, was wir hier spielen? Icarus. Icarus sagt mir, overall Reviews ausgeglichen, kürzliche Rezession 655 sehr positiv. So, also mir sagt das, das sagt mir Steam. So. Was ihr daraus macht, ist euch überlassen. Aber die letzten 655 Reviews sind sehr positiv. Und mir macht sehr viel Spaß. So, ich habe natürlich nicht die einzelnen Kommentare durchgelesen, aber das ist das, was ich weiß. So, hier oben ans Wasser will ich, okay. Aber am Ende, wie gesagt, müsst ihr euch entscheiden, ob ihr es cool findet oder nicht cool findet. Wow! Ich hänge am Baum fest. Okay, hier am Wasser will ich bauen. Okay. Ich glaube, hier machen wir eine schöne kleine Base. Okay. Hier direkt, ja. Von hier aus können wir dann aus. Ich will das am Wasser bauen. Ich will, dass wir immer, also wir können Fische. Wir können Fische fangen und wir haben dann auch immer eine Wasserquelle. Alles Geschmackssache, ja, definitiv. Also am Ende, keine Ahnung, ich habe Bock drauf. Habe Icarus-Serie von GNS angeguckt. Wer ist GNS? Okay, ich baue uns erstmal. Habe ich noch irgendwelche? Ich habe noch super viele Punkte. Kann ich noch irgendwas Cooles freischalten? Du bist ein Schürfer. Du lebst auf einer Raumstation und du wirst anscheinend zu Planeten geschickt, um zu schürfen. Mac, du hast Missionen. Du musst Sachen erledigen. Dafür wirst du bezahlt. Das ist das, was du heute machst. Guns, Nerds and Steel. Sind das Streamer oder so? YouTuber, okay. Okay. Wie gesagt, ich finde das. Mir macht's richtig Bock. So, jetzt muss ich mich auch konzentrieren. Okay. Weißt du gar nicht, welche Talente ich reingehen soll? Bald bin ich Level 10. Vielleicht behalte ich die Punkte. Oh, ich spare ich die vielleicht. So, wir bauen jetzt. Ich brauche auf jeden Fall. Ich baue jetzt auf jeden Fall Holzboden. Ich hab noch keine Fundamente gefunden. Was ist eine Holzfalltür? Wieso habe ich noch keine Fundamente gefunden, Chat? Dann baue ich Holz, kein Stroh. Nicht nochmal ein Strohhaus. Das war ja mal komplett scheiße. Holzwände. Brauche ich dann irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Warte mal. 10 oder so? Keine Ahnung. Weil es keine gibt. Okay, keine Fundamente. Okay. Okay. Okay, dann brauche ich auf jeden Fall eine Tür. Dann brauchen wir Holzfenster. Dann brauchen wir... Boah, warte mal. Vielleicht sogar eine Holzleiter. Irgendwie fühle ich gerade. Warte mal. Vielleicht brauche ich das sogar mal ein bisschen anders. Boah, okay, Chat. Ich hab Bock. Ich hab Bock. Warte, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Guck, ob das klappt. Böden. Wände. So, am Wasser bauen vielleicht sogar? Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich baue viel zu groß. Ich muss vom ersten Sturm fertig werden, sonst bringt Kay mich um. Wenn ich das nicht schaffe. Tür. Tür war... da. Tür. Oh, scheiße, habe ich die falsch rum? Ich hab's falsch rum gemacht. Fuck. Gegenstand.
Ups. Scheiße, wie kann ich die wieder wegmachen? Muss ich kaputt haben? Oh, fuck! Kevin! Sturm! Und ich habe das Haus noch nicht fertig! Kevin, komm nach Hause! Das ist nicht gut. Sturm kommt! Das ist nicht gut. Warum bist du noch nicht fertig? Weil ich hab überdimensioniert gebaut. Wo bist du denn? Kannst du mal schnell Holz besorgen? Du bist ja am Arsch der Welt! Ja, ich hab doch gesagt, geh zum anderen See. Hast du mir nicht zugehört? Oh, no way. Ja, gut. Ich komm nochmal gerannt, I guess. Kevin? Ich bin voll stuck im... Was ist das denn für eine Scheiße? Kevin, wenn du nicht beißt, sind wir tot. Ja. Junge, ich war gerade fast stuck im Busch. Ja, was soll ich machen? Ich muss erstmal einen Kilometer zu dir laufen, ne? Oh, Scheiße. Da war eine Höhle am See. Okay, ich habe kein Holz mehr. Kannst du Holz organisieren? Wir können uns in der Höhle verstecken. Oh mein Gott. Nee, nicht Höhle, nicht Höhle. Komm mal her. Ja, guck mal, wie weit ich weg bin, Alter. Ich habe da die ganze Zeit gejagt und so. Okay. Oh Mann, Scheiße. Ich hätte vielleicht ein bisschen schneller erstmal ein kleines Haus bauen sollen. Ist ja nicht so, als hätte ich dir vorhin gesagt, wir bauen am Anfang eine 2x2. Ja, ich dachte, ich habe Zeit. Ich habe das unterschätzt. Oh Gott, es wird ungemütlich. Der Sturm wird sogar noch heftiger gleich, ne? Lass uns zur Not in die Höhle flüchten. Nee, wir kommen jetzt her. Bring nur Holz mit, bitte. Ich kann nichts mitbringen. Ich muss erstmal zu dir kommen. Ich bin noch auf dem Weg. Guck mal, wo ich bin. Ich bin auf halber Strecke erst. Dazu geht mir noch die Ausdauer die ganze Zeit aus. Oh Gott, der Sturm wird richtig ungemütlich gleich. Ich mach das jetzt kleiner, komm einfach zu mir, wir schaffen das. Mach einfach nur was Kleines dahin. Hauptsache das Dach drüber. Ja, ja. Solange mich nichts anfällt, komme ich ganz gut zu dir. Alter, der Sturm wird aber echt schon wild, ne? Ja, es ist schon. Oh mein Gott. Komm, schneller. Ich bin unterwegs. Wird es schlimmer schon? Es wird echt schon schlimmer? Nee, ja, doch schon, ja. Oh fuck, Wolf. Hab ich nicht gesehen, okay. Okay, wo bist du? Irgendwo unter mir. Okay. Oh, es wird gleich schlimm, es wird gleich schlimm. Ah, noch dauert's. Wir sind jetzt auf der Stufe, wo es anfängt, dass es weh tut. Ich bin gleich bei dir. Oh nein, hier ist ein Wolf. Der sieht mich. Ich habe keine Ausdauer. Oh fuck, wieso habe ich das so groß gebaut? Okay, Wolf wurde getötet. Nein, falsch rum. Egal. Mach es mal klein. Komm zu mir. Brauchst du noch mehr Holz? Soll ich noch bringen? Ja, aber du kannst dich auf jeden Fall hier erstmal ausruhen. Komm her. Du hast erstmal eine kleine Kiste gebaut. Ich habe jetzt eine kleine Kiste erstmal gebaut. Bisschen falsch rum, das ist egal, das mache ich gleich. Ich pack das. Ich werde anpassen. Bist du, dass wir erstmal. Ich baue uns mal eine Kiste erstmal rein, ja? Ich habe hier schon mal was mitgebracht. Hast du schon mal eine Fackel? Okay. Mal essen auf jeden Fall. Wird ich hoffe, ich kriege keine Kohlenmonoxidvergiftung hier. Nee, wenn dann Dioxid. Ach so. Okay, oh mein Gott, ich habe hier also krass, wie schnell die Stürme da kommen, du musst super vorsichtig sein. Ist ja Starterbase wichtig. Ja, eine kleine Stadt. Ich mach dann gleich schön größer, aber ich setze uns schon mal hier rein. Oh wow. Geh mal, mach mal Platz. Hm? Geh mal kurz zur Seite. Ja, schau mal, was ich gelernt habe. Was hast du gelernt? Große Kiste. Ah, ich habe vergessen, Fackel zu bauen. Big Box Kiste. Ja, ich will da auch eine Fackel. Mach erstmal eine Holzfackel. Ich wollte gerade sagen, du kannst doch Holzfackeln, ne? Wo sind die denn? Soll ich dir eine herstellen? Ja, ich denke, diese Holzfackel sollte ich auch lernen. Ja, lern mal. Soll ich mal eine Fackel? Ah, die brauchen wir für Schwefel. Brauchen wir dafür. Hast du Schwefel? Sonst mach die Tür nicht auf. Weiß ich nicht. Ich hab Durst. Geht auf. Ja. Boah, der Sturm draußen. Insane. Alter, boah. Ich trinke gerade einen Schluck, auch wenn es Durchfall geben sollte. Ich muss auch trinken. Aber wir haben den harten Part gleich überlebt. Es ist jetzt so gut wie vorbei mit dem Sturm. Es wird schlimmer. Es wird besser, Mensch. Die Wettereffekte sind crazy. Die Wettereffekte sind der Hammer bei dem Game. Ich finde das so nice, ey. Okay. Eine Angel und sowas mache ich dann alles. Ja, ich brauche Holz gleich. Okay, was haben wir hin? Okay, das brauchen wir erstmal nicht. Oxid lege ich erstmal rein. So, Kaffee habe ich gefunden. Wow, okay. Das kann ich gleich essen. Das nehme ich mit. Das Holz brauche ich. Was brauchen die Fundamente? Herstellung.
Die kosten alle Fasern auch. Fasern brauche ich auch und wahrscheinlich auch die kleinen Stöcker. Und Steine nehme ich auch mit. Okay, dann besorge ich jetzt. Okay. Dann kann man das Lagerfeuer auf Holzboden packen. Ich habe keine Ahnung, es ging jetzt gerade. Warum sieht mein Holzboden eigentlich so scheiße aus? Ist das Fleisch für mich hier? Ist das hier alles gebratenes Fleisch? Das nehme ich jetzt mal mit. Ah, es liegt dann daneben, okay. Das kann ich jetzt essen. Sollte ich sowieso, ich habe eh Hunger. Konsumieren, okay. Na, ich glaub, kann wieder ein bisschen arbeiten gehen. So schlimm ist es gerade nicht mehr. Hast du gegessen und alles? Ich habe gegessen, ich bin jetzt wieder am Arbeiten. So schlimm ist gerade nicht. Ich kann nur ein bisschen draußen Zeit nutzen. Hast du, okay. Du hast Bogen nicht gelernt, ne? Ich habe dir einen gemacht. Nee, kannst du in die Kiste legen am besten einfach. Oh, warte, ich komme eh gerade raus. Hier ist der heute Bogen. Heute machen wir nur Icarus Benjamin. Heute ballern wir komplett Icarus. Ich habe richtig Lust drauf. Deine Pfeile. Rim wird aber in den nächsten Tagen auf jeden Fall wieder. Gib mal auf, liegt beides hinter dir. Oh, wieso hast du einfach in die Kiste gelegt? Da, hinter dir. Weil ich es dir gebracht habe. Ich dachte, ich bin nett. Das ist sehr nett von dir. Okay. Womit willst du dich drum kümmern? Boah, die Stürme sind der Hammer, ey. Ich wollte jetzt erstmal gerade ein bisschen Jagdsachen noch machen und wahrscheinlich. Willst du dich um die Rüstung kümmern? Ja, ja, ich wollte noch direkt jagen gehen und. Ja, Rüstung und so. Dann mach du mal Rüstung für uns und ich mach die Base kurz. Okay. Und Steine brauche ich noch ein bisschen. Jo. Ich bin mal gespannt, wann wir endlich so Metalltools und sowas auch machen können. Ja, ich voll Bock drauf. Ich würde auch gerne nach der nächsten Mission, würde ich mir, wenn wir die schaffen, da haben wir das Geld, würde ich mir, glaube ich, gerne einen Rucksack kaufen und den da mitnehmen. Ja, same. Ich mag das Holzhacken. Es ist irgendwie befriedigend, keine Ahnung. Ich finde das irgendwie richtig cozy, das Spiel. Das Wetter ist scheiße, ich sitze hier mit dem Kaffee und kann das Spiel spielen. Das ist geil. So nice, das Wetter ist auch ingame scheiße. Ja, mach ich. Ja, Wetter ist ingame, Wetter ist IRL scheiße. Das ist irgendwie so geil. Man baut so eine kleine Hütte und so. Man hat so richtig Survival-Feeling bei dem Game. Yes, yes. Genau, I like. Vor allem macht's auch zu zweit, glaube ich, richtig Bock. Also du kannst auch Singleplayer spielen. Du spielst da sogar ein bisschen für Singleplayer-Balance, dass du einen eigenen Skilltree hast, sag ich jetzt mal. Aber ich finde es im Multiplayer geil, dass man sich ein bisschen spezialisieren muss, ein bisschen gemeinsam dieses Survival. Ja. Und vor allem im Hardcore-Modus, wenn wir sterben, ist alles vorbei und so. Man levelt auch ja auch dementsprechend langsam, ne? Ja, ja. Das ist ja Stein, ja. Ich brauche noch 100 Steine. 100 Steine? Achso, für das Feuerding meinst du, oder was? Ja, genau. 100 Steine für das Feuerding. Ich baue nämlich die Base jetzt gleich ein bisschen größer und schöner direkt einfach. Alright. Zu Beginn. Probieren wir ein bisschen aus, aber wir haben ja Zeit für die Mission. Wir haben ja 6,5 Stunden, das schaffen wir locker. Was habe ich denn hier falsch gemacht? Ach, lol. Egal. Ich hab gleich schon mal den Brustpanzer von der Rüstung für dich. Ja. Für dich. Das heißt, du machst. Mach erstmal für dich die Rüstung. Ja, weil ich hab du bist verklickt. Ja unterwegs. Ich hab zwei Brustpanzer gemacht statt. Okay. Naja, egal. Was brauchst du denn dafür? Ich dachte, du musst dafür Tiere jagen. Ja, ja, Knochen und Leder hauptsächlich. Okay. Aber es dauert halt trotzdem, ne? Das ja. Jagen so und auch die Menge an Knochen ranzuholen. Oh, meine Stamina. Ja, darf man einfach nicht drüber nachdenken, Loot anfallen. Schön, das gehört Steine einfach dazu. Abbauen. Meinst du, später gibt's auch so Jackhammer und so einen Scheiß? Ja, ja, gibt's alles. Du kriegst später richtig krasse Sachen. Okay. Mittlerweile Zeit ist, auch IRL Real Life. Ja, ja. Level 10 oh, scheiße, 6 Tage. Weil dann können wir auch hier. Wir haben 6 Tage für die Mission. Guck mal hier. Hier ist dein Oberteil. Kannst du anziehen. Ja. Wir haben sehr viel Zeit. Aber so lange werden wir für die Mission nicht brauchen. Hier kann ich etwas abreißen. Kein Plan. Brauchst du noch was? Sonst würde ich jetzt gerade mal ein bisschen jagen gehen. Aufnehmen X. Direkt Wolf gehört. Wie kann ich Wände aufsammeln? Ah, mit Y kann ich abreißen. Okay. So, ich kümmere mich erstmal um die Base, ja? Ja, ja, mach das. Ich gehe jagen. Wie rum der Boden ist mir egal. Okay. So, Chat, wir machen mal. Ja, fuck das noch an, kann ich ausmachen. So. Muss ja erst repariert werden. Also. Okay. Ich werde diese Wand nicht abreißen.
Ah, das Fenster war repariert, nicht die Wand. Okay. Okay. Okay, hier geht's rein. Die Bodenteile richtig. Nee, nee, nicht jetzt. Die machen wir später richtig. Aber ich werde, ich baue jetzt mal ein bisschen größer. Ausnahmsweise. Wir werden nicht jede Mission groß bauen, aber ich will jetzt einmal ein bisschen testen, was das so hergibt. Aber auch nicht ewig groß. Und dann machen wir die Mission. Ich habe nämlich auch Bock, meinen Charakter zu leveln. Ich mag das irgendwie super gerne. Bau 50? Ja, guck mal, ich schalte auch die ganze Achievements frei. So wäre richtig, okay. Genau, die Stützen stelle ich auch gleich nochmal hin. Hier wollte ich das so machen. Ich habe vergessen, dass ich dir einen Speer gemacht habe. Ich habe dir den nicht gegeben. Ich bringe den kurz nochmal. So. Auch nicht zu schön. Danke für die Wand vor die Fresse. Hallo! Oh, sorry, ich bin da aus. Ja, jetzt bin ich reingegangen. Hier ist dein Speer. Danke. Danke, Absicht. Oh, Scheiße, du bist genau da angekommen. Oh, fuck, du bist wirklich genau da angekommen. Mann, das ist alles so teuer. Okay, Chat, warte, machen das jetzt ganz hübsch hier. Okay. Oh, es wird richtig schön. Rum. Man kriegt sogar zurück, das ist nice. Finde ich gut. Okay. Muss ein bisschen Holz besorgen. Aber das wird cool. Wird cool. Fühl ich. Wird cool. Oh, falsches Werkzeug. Ja, noch ein paar Bäume. Okay, ich brauche gar nicht mehr so viel. Und dann machen wir gleich die Innendeko. Zumindest das, was ich kann. Ich habe noch super wenig freigeschaltet. Es ist ein geiler Grind. Es ist so ein befriedigender Grind, weil du immer mehr Sachen freischaltest. Und immer mehr bauen kannst, immer mehr tragen kannst, immer schneller abbaust und so. Irgendwie ist es cool. Und du baust mehrere verschiedene Bases mit der Zeit. Das heißt, du kannst mal wieder unterschiedlich, auch mal an unterschiedlichen Orten und so. Keine Ahnung. Ich finde es irgendwie... Ich mag das irgendwie. Aber ich mag generell solche Spiele. Ich mag auch, also so Roguelite. Ich habe super gerne Hades gespielt. Ich habe super gerne, Darkest Dungeon gespielt und so. Ich mag das irgendwie. Dass du Content sich vielleicht wiederholt mit ein bisschen anderen Missionszielen und du immer besser wirst und immer stärker wirst. Das ist irgendwie, keine Ahnung. Mochte ich schon immer. Das mochte ich sogar schon bei Diablo 2. Mit den Schwierigkeitsstufen. Normale Albtraum und Hölle. Muss man natürlich mögen. Ich persönlich mag es halt einfach. Ich habe auch Bock da, die ganzen elektronischen Sachen, Solar und so. Du kannst später aus Beton machen und so. Das wird cool. Jetzt aktuell, man fühlt sich ja ganz schwach und scheiße. Und man wird immer besser und stärker. Und man muss dafür aber was tun und so. Das ist cool. Ja, Hades 2 wird richtig geil. Freue mich richtig, richtig drauf. Überlegen wir eine 24-Stunden-Challenge zu machen mit Kay. Gegeneinander. Wer weiterkommt. Hardcore 24 Stunden, Hades 2 bei Release. Wir haben nämlich gegeneinander gespielt im Thailand-Urlaub. Haben wir ganz krass Hades gesuchtet. Und wir überlegen, dass wir bei, wenn Hades 2 rauskommen, sagen, okay, wir spielen gegeneinander. Wer weiterkommt in 24 Stunden. Und dann komplett Suchti-Modus. Ja, aber du wirst halt von jeder Mission immer besser und schneller und dein Charakter wird immer stärker und du kannst auf einmal mehr Sachen tragen und mehr abbauen und kriegst mehr Ausdauer, mehr Gesundheit, schaltest neue Rezepte frei. Du hast ja super viel zu freischalten hier. Ja, ich mag das. Ich finde, das ist ein sehr... Wie viele Steine habe ich? Ein sehr positiver. Hades 2, 24 Stunden, ja, das planen wir. Hat man zumindest vorgehabt. Gegeneinander und wer dann weiterkommt in der Zeit. Hades 2 war richtig nice. Also Hades 1 war richtig nice. Hades 2 freue ich mich sehr drauf. Sehr, sehr gerne gespielt. Auf der Switch habe ich das gesuchtet. Hart gesuchtet. Genau so in die Richtung, Mac. So, okay.
Kay nachher gefällt, wenn er nach Hause kommt. Oh Scheiße, geh hoch. Okay. Es gibt ein Gewichtslimit, ja. Ist das aber Switch nicht ruckelig? Hardest? Nee, gar nicht. Lief super, super smooth. Hardest auf der Switch ist. Hardest auch ein perfektes Game für eine Switch. Also Hardest ist perfekt für die Switch. Was ist Hardest für ein Game? Richtig geiles Game. Also du läufst durch Dungeons, musst einfach so Monster töten, die Dungeons wiederholen sich, du wirst immer stärker, es hat ein Roguelite, aber das Geile daran ist, es ist von der Artwork her, von der Vertonung, von der Grafik, ein ganz, ganz, ganz wundervoller Titel. Also bei mir lief, ich habe das auf der Switch nur im Thailand-Urlaub gezockt, das lief wundervoll und hat super, super Spaß gemacht. Also Hardest ist wirklich ein wundervolles Game. Großer Fan. Deswegen freue ich mich auf den nächsten Teil auch mega. Okay. So, habe ich nicht sowas wie so ein... Ah, hier, Holzgeländer. Auch gleich noch ein paar, ein bisschen Licht hier drin. Stöcker. Ich brauche Fasern gleich. Muss ein bisschen auf mein Essen achten. Kann ich hier raustrinken? Nice. Ja, vielleicht sollte ich auch nochmal so einen Holzbalken herstellen. Das wäre nicht verkehrt. Es wird dunkel. Noch ein, zwei Bäume. Dann ist gleich Nacht. Okay. Du willst vor Weihnachten schon 24 Stunden Rimmed machen? Ja, Hades 2 kommt später raus. Hades 2 kommt, glaube ich, erst nächstes Jahr auch mal raus. Ich kann, also ich persönlich fand Hades, also guck dir mal was auf YouTube oder sowas an, Butterbirne, aber ich hab das für mich entdeckt, als ich krank in Thailand, ich hatte ja Grippe, oh Level Up, nice, oh Level Up ist befriedigend. Ich lag ja krank in Thailand mit der Grippe flach und ich hatte meine Switch dabei und dann hatte ich mir im Store Hades gekauft, weil so viele davon gut geredet haben und ich habe mir das gekauft und das war das Beste, was passieren konnte. Ich lag krank im Bett, hatte Hades als Spiel und habe so gesuchtet, das hat so viel Spaß gemacht, wundervolles Spiel. Wenn man Roguelites mag natürlich, also... Man muss das Genre natürlich mögen. Klar gibt es Leute, die sagen, hä? Das ist ja voll langweilig, aber ich persönlich fand es richtig schön. Was für ein Bizeps, mega stark, ey. Und danke für die Follows, by the way, heute, für die Leute, die hier neu reingeschaltet haben. Das ist ganz lieb von euch. Freut mich sehr. Ups. Ich muss ja noch ein paar von den Dingern da besorgen. Okay, ist am Angeln. Wir sind beide in unserer eigenen Welt. Das war cool, dass man sowas wie eine Arbeitsteilung macht. Er besorgt jetzt Rüstung. Besorgt das Fleisch und sowas. Apropos Squad-Stream ist an, wenn ihr da reinschauen wollt. Was er gerade macht und sowas, kann man ja ganz gut hin und her switchen über Squad-Stream. Und ich mache den Hausbau. Wann wieder Mario Kart? Ich bin pleite. Ich habe heute schon 50 Subs giften müssen. Ich kann Mario Kart nicht mehr leisten. Okay, Faser muss ich mitnehmen auf jeden Fall. Aber Fasern geht Gott sei Dank schnell zu leveln. Ja, Ryoko, das ging mir leider auch so. Ich habe mich mit der Grippe angesteckt und Grippe ist halt scheiße, aber passiert. Man kann überall krank werden, man kann auch im Urlaub krank werden. Das ist halt... Das interessiert die Krankheit in dem Fall dann einfach nicht. Aber shit happens. War jetzt am Ende alles nicht so schlimm. Genau wieder gesund. Also, passiert halt. Jeder wird mal krank und dann wird man wieder gesund. Hopefully. Und dann ist auch wieder alles gut und vergessen. So. Ja, man braucht die ganzen Sachen zuzubereiten und sowas wird cool. Hat hier einer im Stream das Steam Deck... Optimalsten Fall die OLED-Version. Das ist eine gute Frage. Hat das jemand? Ich habe die OLED-Switch. Steam Deck besitze ich nicht. Kekse mit Ben hat sie. Okay. Ganz viel mitnehmen. Ich habe schon gelevelt, dass ich übertragen kann. Hilft natürlich. Habe ich gleich nämlich schon... Oh, scheiße, ich bin überladen. Genau in dem Moment. Aber ist okay, ich laufe jetzt nach Hause. Ist nicht so weit weg. Die OLED macht, dass man in der Sonne besser spielen kann, oder? Wenn nicht deine Strahlung ist. Der Boden hier vorne. Das mag ich nicht. Ich brauche richtige von. Oh Gott! Und warum?
Warum ist es kaputt gegangen? Holzbalken. Ich brauche, glaube ich, ein paar mehr Holzbalken. Die Musik wird gefährlich. Kevin? Ich komme nach Hause. Wettereffekt. Ich komme, ich komme. Ich war am Jagen. Ja. Ich habe viel... Ich habe ein Haus gebaut und das ist wieder eingestürzt und das hat mir jetzt Angst gemacht. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, ich habe am Bau gefuscht. Oh Gott, da stürzt mir überall ein gerade. Oh mein Gott. Okay. Ich glaube, ich brauche ein bisschen bessere Sachen. Oh Gott, das ist hier oben alles eingestürzt. Glaubst du, wenn die Tiere, die man erlegt, ein höheres Level haben, geben die mehr XP? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass mir gerade mein Haus hier einstürzt. Ich werde auf jeden Fall immer besser im Jagen. Ich hoffe, das hält. Ich habe schon 500 Leder gesammelt. 500? Ja, nicht jetzt, insgesamt. Ich habe gerade ein Achievement bekommen, was das gesagt hat. Okay, das ist nice. Und ich habe jetzt gelernt, dass ich die HP-Bars von Tieren sehe. Das heißt, ich sehe die Dinger quasi überall. Schlechtes Wettereffekt hast du mitgekriegt, ja? Ja, ich bin hinter dir. Bin zu Hause. Moin. Ich werde dir jetzt deine Rüstungsteile craften, deine fehlenden. Du hast... Du hast nur das Oberteil, oder? Ich glaube ja. Also Helm, Handschuhe, Hose. Ah fuck, für die Schuhe fehlt irgendwas noch. Mann, ich hoffe, du musst mal trotzdem einen Hammer haben zum Reparieren. Mach die Fenster zu. Oh. Wir brauchen Standfackeln. Hast du noch ein paar Knochen zufällig? Nee, ich habe gar keine Knochen. Ich habe nicht gejagt. Dann nimm mal oben die Rüstung auf. Ich hol den Rest. Ich habe übel viel Leder geholt, 200 Leder. Ey, du musst mal erstmal sagen, wie hübsch das Haus geworden ist. Es ist super hübsch. Oder? Yes. Hast du schon mal so ein hübsches Haus gesehen? Noch nie. Oder? Boah, das Wetter ist echt scheiße draußen. Yep. Guck mal, ich mach, damit du nicht runterfällst, mach ich sogar auf dem Balkon so eine Abgrenzung. Krass. Du bist es. Oder? Na. Ich finde das Haus wirklich hübsch. Also ich will ja nicht sagen, ich glaube, das ist das hübscheste Haus, was jemals in einem Spiel gebaut wurde. Ja, würde ich auch glauben. Oder? Wenn Danke. Nicht sogar das oberhübscheste. Oder? Aber warum fliegen die Häuser immer so? Bist du dir sicher, dass du mit Fundamenten baust? Es gibt keine Fundamente. Ich muss da vorne wahrscheinlich irgendwie was vorsetzen, also wenn sie nicht so fliegen. Aber es gibt wohl keine Fundamente in dem Game. Hast du dir deine Rüstungsteile genommen, die ich da hingelegt habe? Hier, guck mal. Oh, warte, ich wollte das beantworte die Frage, ich habe keinen Bock auf Despawn. Hast du. Guck mal nach oben. Siehst du, wie das hier gehalten wird? Komm mal raus. Und jetzt guck mal her. Guck mal, nach oben hin, bist du geschützt. Und von hier aus kann man angeln und von hier aus kann man auch trinken. Nice. Ich trinke etwas. Hab getrunken. Und du kannst hier von hier aus fischen, direkt im Wasser. Und hier geht's ins Haus rein. So, jetzt, man kann Fundamente zusammenbauen. Man kann Fundamente bauen. Chat hat mich angelogen, die haben gesagt, es gibt keine Fundamente. Lässt dich nicht anlügen. Hier sind deine Schuhe. Dann hast du dein Set komplett. Habe ich jetzt wirklich mein Set komplett? Hast du, ja. Nice. So, jetzt schau mal. Also hier unten, ich mache hier unten gleich eine Feuerstelle. Hier machen wir so Feuer und Schillen. Und hier machen wir... Ne, warte mal. Feuer und Chill. Und hier unten, geil. Hier oben können wir vielleicht schlafen oder so. Nach Feuer und Chill dann. Und das gibt einen schönen, genau. Und hier so einen schönen Ausweg-Bums-Dings. Ein Ausweg-Bums. Ja, und ich habe ganz viele Dings gelevelt. Ich habe Skillpoints. Wir müssen uns mal wieder abstimmen, okay? Okay. Ich brauche von dir... Hast du Steine zufällig dabei? Ja. Kann ich in die Kiste legen. Leg's mal bitte in die Kiste. Habe ich getan. Ich nehme mal alles hier raus, was hier ist. Oh, hier ist leider sehr viel vergammeltes Fleisch drin. Ich weiß noch nicht, was wir damit anfangen können. Bisher gilt es, glaube ich, weiterhin... Düngemittel. Alter, ich bin Level 9 mittlerweile. Oh. Wait. Ein Level noch. Warte. Eine Sache, die wichtig ist. Fuck. Ich brauche... Hast du Seile? Da. Kannst du mir einen Gefallen tun? Ich kann Seile herstellen, das habe ich zumindest gelernt. Nein. Hier, mach mal das hier. Was denn? Mach ich auf jeden Fall, Marc. Mach mal das hier, nimm mal das Ding hier mit. Warte. Nimm mal das Ding mit. Positionier das irgendwo oben, wo Platz ist. Da. Und trockne mal schon mal Fleisch damit. Damit wir haltbares Essen haben für die Expedition. Okay. Moment. Das ist wichtig. Alright.
Das wäre schon mal, wir brauchen haltbares Essen, wenn wir unterwegs sind. Ich trockne Fleisch, und zwar viel. Du trocknest Fleisch, das ist gut. Ich esse das hier mal. Ich mache jetzt eine Feuerstelle. Du kannst jetzt, ja, ich komme jetzt. Warte. Ich mache jetzt eine Feuerstelle. Hm, du bist abgerissen, okay. So, die mache ich vielleicht wie bei den Wikingern. Eher so zentral vielleicht so. Wo wir uns denn aufhalten? So, sehr schön. Ist da? Danke, Kevin. Da kannst du mal das Feuer machen. Kann ich gerade nicht, weil ich habe weder Holz, noch habe ich irgendwas anderes, was wir dafür brauchen. So eine Angelhut habe ich auch schon mal gebaut. Ich habe 47 Felle gebracht übrigens. Das ist gut. Aber brauchen wir eigentlich überhaupt großartig Sleeping Bags? Oh. Wenn wir drin, wir können halt unten, wenn ich Sleeping Bags aufstellen, können wir übernachten, dann ist das Tag. Okay. Weißt du, was ich meine? Dann ist es natürlich schon von Vorteil. Aber wir brauchen 40 pro Person oder so, ne? 20 pro Person. Okay, dann mach doch mal zwei, dann können wir schlafen, dann ist die Nacht vorbei. Wenn du mal kurz zur Seite gehst. Ja. Dann setze ich dir hier nochmal. Ups. Bevor wir nämlich wieder Problemchen bekommen, habe ich einfach nochmal ein paar Großkisten gesetzt. Ich weiß die Sortierung, ob wir jetzt großartig sortieren wollen, aber auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal Platz. Gibt es Must-Have-DLCs für Icarus? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir das im Sale gekauft mit allem drum und dran. Deswegen kann ich dir gar nicht sagen. Kay spielt gerade komplett ohne DLCs, glaube ich sogar. Was kommt jetzt noch? Oh, warte mal, wie koche ich denn Sachen? Du musst Holz reintun. Geht auch Kohle? Ja, da Kohle geht. Ich glaube, es geht. Also ich habe hier ein paar Stöcke, das geht. Guck, zack, okay, an. Und wie mache ich das jetzt? Weder ein Rezept. Du musst das einfach nur, das war verwirrend. Du musst einfach nur rechts in die Slots reintun, ins Gegenstandsinventar, dann wird es automatisch gebraten. Aber es gibt doch bestimmte Rezepte auch noch später. Ja, aber du musst dann halt okay. Die richtigen Dinge dafür da reinlegen. Einfach. Okay, so, wir haben auf jeden Fall hier auch Kohle. Ich glaube, Kohle können wir bestimmt so Gegengiftsachen herstellen. Möglich. Okay. Aber generell bist du halbwegs zufrieden mit der Hütte? So, ist okay yes. Für dich? Ich wäre zufriedener, wenn wir Schlafsäcke hätten. Ja, die kriegst du sofort. Und dann können wir nämlich ins Bett gehen und morgen. Ja, das erkunden. Reicht wahrscheinlich von der Größe auch, oder? Jetzt von der Hütte her? Ja, ja, das ist schon viel zu groß eigentlich. Zu groß? Es gibt keinen zu groß. Schon mal drüber nachgedacht. Doch. Irgendwann wird es A, angsteinflößend und B, zu einem schlechten Gerücht. Das habe ich nicht verstanden. Schlechter Geruch? Hast du wieder Durchfall? Gerücht, nicht Geruch. Ach so. Hast du wieder von dem Wasser getrunken, von dem du nicht trinken solltest? Mhm. Okay. Schlafsäcke wolltest du haben. Mhm. Ich lerne die gleich selber. Das ist furchtbar, wenn du brauchst. Herstellung. Schlafsäcke. Ich suche gerade. Schlafsack. Ich brauche Stöcker und ich brauche noch Leder. Hast du vielleicht Leder mitgebracht? Ja, ist alles voll mit Leder in der Kiste. Ach so. Soll ich dir willst du einen Samenbeutel haben? Hab ich schon, danke. Echt? Mhm. Hast du wirklich? Ja. Warum hast du einen Samenbeutel? Weil ich ein Mann bin? Du bist ganz schön doof. Mhm. Hier, vielleicht dein eigenes Sleeping Bag. Dann gib. Wo wollen wir die hinpacken? Nach oben. Wir sollten in der Nähe vom Feuer vielleicht noch packen. Ach so, ja. Oder bist du oben? Nee, und wir legen uns ums Feuer herum. Hier hin. Dann lege ich mich dahin. Mein Schlafsack liegt schief, was ist das denn? Okay. So, jetzt haben wir Schlafsäcke. Was brauchen wir noch? Dann lass uns hinlegen. Und schlafen. Das ist ein Uhr morgens. Für jeder, wenn er beim nächsten Mal reparieren muss. Ich muss für Kay auf jeden Fall noch einen Hammer bauen, damit er reparieren kann. Yes. So, Hammer wird hergestellt. Hier, nimm mal den Hammer. Legen wir uns jetzt hin. Fallen lassen, da, dein Hammer. Wieso wisst ihr nicht, lass uns doch lieber jetzt, in der Nacht, den Blödsinn erledigen. Das Problem ist, dass ich statt nicht nächsten Morgen tun kann in der Zeit. Ja, aber wir gehen ja gleich zusammen los, oder nicht? Ja, ich stehe einfach nur rum. Wenn du, mir fällt wenn kein Unterschied zu sonst auf. Wenn wir schlafen gehen, sagen. Dann kann ich wenigstens in der Zeit jagen, während du hier dein Base-Zeug machst. Hm, Base-Zeug. Richtig. Okay, schlafen. Ich leg mich hin. Ins Bett legen. Ich liege. Ins Bett liegen. Wir schlafen jetzt. Ui. Bis wann haben wir geschlafen? 7 Uhr morgens, oder was? Hast du einen Wecker gestellt? Zeit des Tages, 7 Uhr morgens. Das ist jetzt 7 Uhr morgens anscheinend. F. Ja, wunderbar. So. Gut. Mach weiter, ich gehe jagen. Und jetzt komm her. Ey, wir müssen doch zusammen. So, jetzt kommst du, guck mal hier, jetzt gehst du hier nach oben. Okay, jetzt kommst. Und jetzt gehen wir hoch. Jetzt gehen wir hier raus. Jetzt stellen wir uns hier hin. Gucken aufs weite Wasser raus zusammen. Und pinkeln vom Balkon. Machen die Fackeln aus. Hm? Achso.
Und dann sagen wir uns einmal nochmal, während wir uns in die Augen schauen, wie lieb wir uns haben. Yes. Und dass wir froh sind, dass wir uns haben. Und dann wünsche ich dir einen schönen Arbeitstag. Danke. Und ja, bis später, Schatz. Bis später. Tschüss. Gibt's heute was Leckeres, wenn ich wiederkomme? Wenn du was fängst, ja. Oh, geil. Das werde ich tun. Nice. Ich esse so lange. Alter, wir haben super viel gebratenes Rumpsteak. Geil. Lol. Hast du Essen mitgenommen? Ein bisschen, ja. Okay. So, wir haben viele Kisten. Ich muss jetzt mal überlegen, was ich jetzt mache. Und wir müssen überlegen, wir haben drei Wetter vor. Also bald ist wieder Sturm. Oh Gott, beim Sturm musst du hier sein, wir müssen reparieren. Gott, mich fuckt ab, dass das alles aus Holz ist. Ich überlege gerade, ob ich mal anfange, aus Stein zu bauen. Kannst du schon aus Stein bauen? Nee, ich glaube nicht. Ich bin jetzt Level 7. Welches Level bist du eigentlich? Oh. Wie lege ich das ab? Ich bin Level 9. Was? Ernsthaft? Ja. Das ist ja OP. Hey, wie lasse ich denn den Hirsch fallen? Hast du mir Knochen nach Hause gebracht? Nee, habe ich alle vercraftet für Rüstung. Alle? Ja. Jetzt uns noch Oxidator gebaut. Bring noch was. Es geht nicht. Ich drücke G, aber lässt nicht fallen. Verdammt, warum hast du so ein viel höheres Level als ich? Ich denke, das Jagen gibt viel XP. Das kotzt mich jetzt ja an. Chat, warum hat er so viel? Warum hat er mich outlevelt? Könnt ihr mir das verraten? Eine Schaufel bauen. Fasern und Stöcker. Fasern, Stöcker. Cheats? Anders kann ich es mir nicht erklären. Obviously. Ich mache eine Schaufel. Was will ich noch haben? Ich mache mal ein paar Verbände, glaube ich. Das schadet nie ein paar Verbände auf Lager. Also ich muss sie nicht teuer. Schaufel habe ich. Was sollte ich noch machen? Technikbaum. Messer und so brauche ich nicht. Eine Knochensichel. Was macht eine Knochensichel? Zum Schneiden von Sachen, Knochenmesser, Knochenschild, Holzbogen, die Waffen. Den Rest brauchen wir auch nicht so dringend, das ist egal. Talente. Ich habe noch 3 Punkte verfügbar, Chat. Ich könnte gehen auf erhöht die Grundbewegungsgeschwindigkeit, was ich nicht schlecht finde. Erhöht die Ausdauerregeneration bei Stürmen, das ist mir egal. Zurück im Sattel. Reduziert Herstellungskosten für Sättel. Oh mein Gott, wir können einen Sattel herstellen. Geborener Angler. Vergrößert den Fangbereich beim Fischen. Oh, Angeln hätte ich auch Bock. Billigeres Herstellen von Angelruten. Angeln hätte ich auch Bock reinzugehen. Reduziert Nachteile durch Überlastung. Exotische Materialien wiegen weniger. Rockstar. Flinke Bewegung. Ich glaube, ich gehe in Bewegung rein. Erhöht die Grundbewegungsgeschwindigkeit. Reduziert Hungerrate, reduziert Durstrate. Erhöht die Gesundheit, mache ich auch nochmal. Reduziert Sauerstoffverbrauchsrate ist auch nice, to be honest. Machen wir auch mal. Minus 10%, muss ich weniger um Oxid und sowas mich kümmern. Okay, reicht erstmal. Dann gehen wir jetzt erstmal wieder los und werden ein bisschen auch Sachen machen. Wobei ich immer noch einen Fisch fangen wollen würde. Lass mich mal gucken, ob ich einen Fisch fange. Ich muss auch Licht in der Base mal haben. Ich probiere einen Fisch zu fangen. So. Wo ist meine Angel? Wo ist meine Angel, Chat? Da. Und eine Schaufel probiere ich auch mal aus. 8. Mann, ich werde nie im Leben meinen Fisch fangen. Ich glaube, ich habe zu wenig Geduld dafür. Aber kann ich so gut auswerfen. Boah! Einen halben See geworfen. Oh, das sind Fische. Da auch. Ich weiß es nicht, muss ich die Angel, Chat, ihr dürft mir das ruhig sagen, muss ich die Angel drin liegen lassen oder muss ich einkurbeln? Ist das Spinnfischen oder ist das ein Angeln und Warten? Ich habe bisher nur Spinnfischen probiert, vielleicht muss ich einfach warten. Aber wie funktioniert das dann ohne Köder? Denn ich habe keine Anzeige für Köder gefunden. Wir wissen ja, wie viele Erfahrungen es gibt. Ich habe irgendwie nicht gefunden, dass ich bei der Angel irgendwie Köder oder sowas einstellen kann. Zeit, um Fische zu fangen. Eine einfache Angelroute. Machen wir eine bessere Angel. Aber hier sind wir Fische. Ich kann mit Pfeil und Bogen angeln. Das geht schneller. Oh, vergessen wir es. Okay, anyway. Wir gehen arbeiten. Wir gehen ein paar Ressourcen besorgen. Das levelt eh besser.
Habe ich mal eine Fackel noch an? Das sieht so hell aus. Ne, hab ich nicht. Boah, voll der helle Tag, ey. Ja, Fundamente muss noch lernen zu bauen, damit das nicht so schwebt. Aber ich mag unser kleines Häuschen hier. Das ist ein bisschen quadratisch, aber praktisch gut. Ich sollte dafür noch allerdings besorgen. Okay, wir gehen Ressourcen besorgen. Der Helium Rimmel gestern war fertig geworden. Genau pünktlich. Wieso alles? Genau pünktlich, wieso alles? Okay. Kastenhaus, ja, ist nicht das schönste Haus. Ist mir jetzt auch aufgefallen. Aber es ist draußen, war drin, ist wunderschön. Ich versuche mal ein paar Ressourcen zu besorgen. Ich versuche mal ein bisschen Sauerstoff zu besorgen, vor allem. Das ist wichtig gerade. Und dann versuche ich auch ein paar Tiere zu jagen. Und dann müssen wir gleich, wir müssen auf jeden Fall die Gelände erkunden und die Mission machen, damit wir weiterziehen können. Und Level 10 für den nächsten Forschungstree wäre nice. Okay, bis hierhin ist aber noch entspannt. Mal gucken, wie Wetter wird bald schlechter. Okay, ich sollte ja näher bleiben. Ja, ich muss mal, ich guck gleich mal wegen noch ein paar Fundamenten und sowas. Ich check das nochmal aus. Wahrscheinlich kann ich Fundamente über die Balken bauen. Muss man einfach das Bausystem überdenken. Es gibt wahrscheinlich keine klassischen Fundamente. So, ich sollte nicht zu weit weglaufen, weil Sturm gleich kommt. Ich brauche Schwefel für die Fackeln. Nee, Kay macht einfach... Kay, Jagd. Jagd gibt einfach am meisten Erfahrung. Ich habe halt gebaut. Für Bauen kriegst du ja nicht so viel Erfahrung. Weil Jagen ist aktiv. Tiere töten, Ressourcen abbauen, während Bauen halt... Du hast keine Erfahrung für. Die Wette ist, wer zuerst down geht, oder? Kevin! Ja? Guck mal auf Wettervorhersage. Es wird bald wieder gefährlich, nur dass du vorsichtig bist. Ich bin die Vorsicht in Person. Was machst du gerade? Jagen. Immer noch. Ich mach nichts anderes, ich bin bald Level 10. Ich dachte, ich push jetzt einfach auf Level. Wow. Durchs Jagen. Was bist du, ein Hardcore-Gamer jetzt hier? Ja. Da hast du mich aber gleich voll von den Leveln überholt. Richtig. Aber ist doch voll doof dann. Weiß nicht, ist es? Weiß nicht, da kannst du alles bauen, ich kann gar nichts bauen. Vielleicht soll ich dann auch nur noch jagen, aber dann jagen wir beide nur noch. Naja. Dann kann ich was anderes. Weil Jagen ist mit Abstand das Beste wohl. Zum Leveln. Zum Leveln von Anfang safe. Mir fehlt jetzt etwas mehr als ein halbes Level. Ja. Für Level 10, aber dann können wir halt Erze abbauen, ne? Deswegen dachte ich, push jetzt einfach das Level 10. Warum Erze abbauen, inwiefern? Ja, weil auf Level 10 kriegen wir doch die Stufe 2 und da sind Metallwerkzeuge und sowas. Achso, ja, aber die können wir jetzt auch schon abbauen mit der Stein, oder nicht? Ja, aber wir können damit nichts anfangen. Achso, okay, verstehe. Was meinst du? Ist das Hardcore? Also wir spielen Hardcore, ja. Hardcore schwerste Stufe. Tja, da muss ich jetzt auch irgendwie was tun, wie ich Erfahrung pushen kann. Möchte nicht zu sehr abgehängt werden. Irgendwie würde ich, glaube ich, Shared XP, ich weiß, dass es Shared XP nicht gibt, aber ich glaube, ich würde Shared XP besser finden, muss ich sagen, in dem Game. Weil dadurch, dass es Möglichkeiten gibt, schneller zu leveln, pusht natürlich dann alle immer dieselben Möglichkeiten, was natürlich dann die Bildvielfalt ein bisschen ändert. Wahrscheinlich mit Abbauen wahrscheinlich auch viel. Ja, muss ich mir überlegen, wie man es am besten macht. Wahrscheinlich einfach skillen, dass man mehr abbaut. Wie gut ist ihr großer Solospieler? Weiß ich nicht, habe ich noch niemals gespielt. Aber es gibt auf jeden Fall einen Skilltree nur für Solospieler bei Talenten. Extra dafür. Das kannst du nicht machen, wenn du Multiplayer spielst. Ja, es gibt extra einen Skilltree für Solo, dass du da besser vorankommst. Das ist möglich. Voll ins Angeln reingehen gibt bestimmt auch viele Erfahrungspunkte. Du hast, glaube ich, irgendwie nicht so wirklich. Also ich weiß, dass Abbauen gerade hilft. Vielleicht sollte ich auch lieber... in Abbauen reingehen. Ist sehr gut, spiele Solo. Okay, kann man wohl Solo spielen. Vielleicht sollte ich bei Talenten einfach in Abbau von mehr Ressourcen gehen. Tschüss. Und durch die Ressourcenabbau einfach leveln. Oder sowas. Ja, man muss ein bisschen überlegen, wie das halt,
Kay wird mir halt, wenn Kay sich jetzt komplett auf Jagen spezialisiert und Jagen mit Abstand das Beste zum Level ist, wird sich Kay halt komplett von mir davonziehen, so. Mit den Leveln, was dann aber auch irgendwie doof ist, weil ich dadurch dann useless werde. Deswegen so ein bisschen muss man sich überlegen. Selber laden, wie man das dann jetzt am besten macht. Mit dem Leveln. Da war unser Haus. Weil wenn der jetzt immer das Jagen übernimmt und ich nicht jage, dann wird er immer mehr Erfahrung, dann wird er irgendwo am Max-Level sein und ich werde irgendwie gefühlt am Anfang rumdümpeln. Deswegen müssen wir irgendwie eine Strategie haben, dass ich halt auch irgendwie level. Weil wenn ich nur baue, dann werde ich halt nicht leveln und dann kann ich halt nichts freischalten und nichts bauen. Deswegen müssen wir überlegen, wie man es macht, wenn der da reinskillt. Ich glaube, du zerlegst das Ganze etwas. Naja, guck mal, der ist gleich Level 10. Er schaltet mit Level 10 den kompletten Technikbaum hier frei. Ich bin auch super weit entfernt. Das heißt, er kommt dann, er ist viel, viel schneller im nächsten Tech-Tree als ich. Und wenn wir uns darauf spezialisieren und ich dann wieder baue, dann wird er noch schneller bei 3 und 4 sein. Also das ist ja ein bisschen die Problematik. Und ich werde halt immer hinterherhängen. Das ist das Ding. Lost in Space, hallo, hallo. Da muss ich ein bisschen überlegen, wie wir das machen. Müssen wir nochmal quatschen. Am nächsten Start jagst du? Ja, ja, aber das Ding ist ja, aber er spezialisiert sich halt auf Jagen. Er geht auch bei Talente, glaube ich, bei Jagen rein. Macht das dann Sinn, dass ich dann jage, wenn er mehr Fleisch und mehr Ressourcen daraus bekommt? Das ist halt so ein bisschen die Frage, die sich mir stellt. Das ist halt so ein bisschen, ist es sinnvoll, dass ich dann trotzdem jage? Ist es sinnvoll, dass wir beide alles machen? Weil dann brauchen wir keine Spezialisierung. Wir hatten extra gesagt, lass uns spezialisieren, weil wir zu zweit spielen. Aber dann braucht ja, dann macht ja Spezialisierung keinen Sinn. Wenn die anderen, oh mein Sauerstoff ist alle, keine RP geben. Aber dann müssen wir, dann sollten wir vielleicht beide, statt spezialisieren, uns beide einfach in Jagen reinscalen. Tiduin, danke dir für die 21! Eine Pizza bestellt, lasse das schmecken. Hey, geh weg, Baum. Warte, bis du in Werkbänke und so herstellst. Ja. Ja, ich merke auf jeden Fall, muss ich, ja, ich, das ist, du gehst wahrscheinlich von der XP schnell weg. Mehr XP, wenn nur Bäume fällt. Weiß gar nicht, wie viel XP gibt es denn? Wenn du Unmengen an Zeug herstellst, bekommst du dann nicht auch genug EP? Weiß ich gar nicht. Also aktuell komme ich noch nicht ganz hinterher, wie du siehst, mit der EP. Ich weiß gar nicht, machen Bäume mehr EP? Vielleicht soll ich einfach Bäume fällen. Du bist keine 2 Level hinter ihm. Ja, ja, aber das ist halt jetzt keine 2. Aber er zieht mal. Das Ding ist ja. Alles gut. Es ist ja alles entspannt. Das Ding ist nur, ich merke, wie der mir jetzt schon vom Level davon zieht. Und dann ist halt die Frage: Es wird halt ja nicht besser. Das skaliert ja bei ihm dann noch schneller, weil der mehr Fertigkeitspunkte bekommt. Und weil er dann noch mehr abbaut und noch schneller davon zieht. Deswegen glaube ich, es ist eher, wenn ich jetzt nicht anfange, irgendwie schnell hinterher zu leveln, wird er mir immer weiter. Also jetzt habe ich ein Level ab. Wird er mir immer weiter davon ziehen. Und das wird dann irgendwann problematisch. Weil jetzt sind es 2 Level. Daher sind es dann 4 Level, dann sind es 10 Level und es wird halt, ja. Es wäre halt ganz cool, wenn wir irgendwie ähnlichen Progress hätten. Das wäre irgendwie nice. Jagen ist deutlich ergiebiger. Ja, deswegen. Ja, vielleicht müssen wir doch beide. Vielleicht müssen wir einfach beide in Jagen reinscannen. Also vielleicht kannst du Level 10. Ich komme jetzt mal nach Hause und gucken, yes, was wir machen können, ja? Yes. Wir müssen jetzt, wahrscheinlich müssen wir uns beide auf Jagen spezialisieren. Habe ich das Gefühl. Weil ich werde wahrscheinlich noch ewig brauchen, bis ich Level 10 bin. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, was du zu machen hast. Du nimmst dir gleich einen Bogen in die Hand, nimmst die Knochenpfeile und tötest damit Tiere. Ich krieg unfassbar viel XP, wenn ich Wölfe töte. Ja, das merke ich deswegen. Also, vielleicht können wir doch nicht spezialisieren. Vielleicht muss jeder auf Jagen gehen. Das geht schon. Aua. Lol. Oh oh. Deswegen müssen wir vielleicht doch, weil ich merke, weil wenn du immer am Anfang das Jagen machst und ich immer das Bauen mache, bist du nochmal 20 Level über mir. Junge, what the fuck? Ich werde hier gerade
Oh oh, ein bisschen Hops genommen, das ist nicht gut. Also ich sehe die XP da oben. Also wie lange brauche ich denn jetzt für das Level, wenn ich Bäume mache? Wie lange wird das lecker sein? Diese scheiß Terranus-Viecher, ne? Alter, kurz Angst, ich glaube, ich wäre fast gerade gestorben. Ja, müssen beide. Zerlegen kann sich wieder eine spezialisieren. Okay, verstehe. Ja gut, aber wir sind dann ja nicht zusammen unterwegs. Ja, das ist ein bisschen die Frage, wie man das macht. Okay. Ja, wir können dich gleich auf jeden Fall ein bisschen hochleveln. Ich muss dir nur, ich gebe dir die Sachen und dann kriegst du sehr viel XP. Das scheint für den Anfang halt super strong zu sein. Keine Ahnung, wie es später ist. Ja, das ist halt, weil ich brauche, wenn ich so weitermache, wie ich jetzt mache, brauche ich wahrscheinlich, also ungelogen, keine Ahnung, 2 Stunden oder so bis Level Up? Also bis Level 10. Naja, also gerade das, gerade das also Jagen, Leute schreiben auch, Jagen bringt leider absurd viel mehr XP, deswegen, ja. Deswegen müssen wir beide jagen. Also man kann nicht sagen, leider, aber ich habe gedacht, du jagst und so und ich mache dafür Base und sowas, aber das wird halt nicht funktionieren, weil du wirst mir dann, wenn wir jedes Mal bei jeder Mission du jagen gehst und ich Base baue, dann wirst du mir halt komplett davon ziehen. Ja. Ist ein bisschen schade, ich hätte mir erhofft, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, dann gut an XP zu kommen. Oh, Alter, der Level 30. Oder mehr XP-Sharing oder sowas. Ich bin übrigens, bist du zu Hause? Weil ich habe hier gerade ein bisschen Trouble und sterb gleich. Ich auch. Töte mal den Wolf, der gibt gut XP, der ist Level 27. Aua, ey. Verdammt. Dann brauche ich halt, kannst du so ein Knochenmesser herstellen? Ja, kann ich gleich machen. Moment, ich geb dir einfach meins. Oh, Alter, ich muss mich mal erholen. Ich bin ja, übel low. Mega, mega überladen. Hier, Knochenmesser. Ja. Eieiei, ich wollte kurz einen Happen essen. Soll ich das Fleisch? Du kannst einfach alles grillen. Wir haben super viel Essen. Wir haben auch die ganzen Fische vor der Tür. Soll ich es grillen oder soll ich es einfach aufhängen? Ich häng's einfach da oben wieder auf. Also ich muss einen Schluck trinken. Kriegst du auch EP fürs Abbauen von dem? Alter, krass. Ein Wolf. Da hat mir gerade so viel gebracht wie 15 Minuten Bäume fällen. Das war aber auch ein hochleveliger Wolf, muss man dabei sagen. Aber wie gesagt, ich glaube, die Verstohlenheit-Kills haben auch nochmal einen Multiplikator auf XP mit drauf. So. Ja, auf jeden Fall Fleisch forever, das sage ich dir. Ja, wir haben super viel Fleisch. Muss auch ein paar Fackeln noch bauen, ey. Ich muss mich heilen, Alter. Wie heile ich mich denn? Bandagen, Essen, Feuer. Feuer heilt? Wieso? Also in der Nähe vom Feuer sitzen, war das nicht bei vielen Spielen so, dass du, wenn du voll genährt bist, am Feuer sitzt? Welches Spiel war denn das so? War es bei Valheim sogar so? Wenn du gut genährt da irgendwie dran stehst. Wo mache ich denn jetzt diese Fackel? Ah, Schwefel. Okay, ich bin jetzt auf jeden Fall im Performance richtig gut beim Spiel. Also zumindest auf meinem Rechner. Jetzt die Werkbank gelernt. Okay. Und das sollten wir, denke ich, als erstes mal bauen. Und dann können wir auch einen Schmelz. Kann ich die benutzen oder muss ich Level 10 dafür sein, dass ich die benutzen kann? Ich hoffe, dass du die benutzen kannst. Dann muss ich mal rausfinden, weil wenn ich die nicht freigeschaltet habe, es kann sein, dass ich vielleicht nicht ran kann an die Werkbank. Werden sehen. Das Level benötige. Ich brauche 50 Holz. Du hast doch Holz gefarmt, hast du gesagt, oder? Ich habe super viel Holz, ja. Wo ist es? In den Kisten. Okay, pass auf, ich werde dir auch noch ein bisschen von diesen Knochenpfeilen noch gleich machen, weil die halt auch, also ich glaube, die Knochenpfeile, wenn du damit tötest, kriegst du noch mehr XP. Das fühlte sich zumindest so an. Erstmal sind die noch viel, viel stärker als die anderen Pfeile und ich hatte halt einfach das Gefühl, dass du damit noch mehr machst. Ja, ist krass. Ja. Ich muss halt mal Fenster aufmachen, es ist super dunkel hier drin. Ich koche schon mal viel. Ich wollte ein paar Fackeln hier reinsetzen. So, wo sind die denn, die Fackeln? Ich mache jetzt eine Werkbank. Ja. I'm so excited. Ich glaube, ich muss niesen. Ich glaube, wie viel Prozent ist denn XP-Sharing? Wisst ihr das, Chat? Wo soll ich die hinstellen? Holzfackel. Irgendwo, keine Ahnung, da wo du Platz findest. Oben, hier an die Seite, kannst du... ist doch ein bisschen eng mit dem Feuer in der Mitte. Ja, ich stell die mal hier in die Ecke, unter die Leiter. Stell die mal, ich glaube, gleich ist nochmal ein Sturm, oder? Kann das sein? Ja, ist die Werkbank. Dauert noch ein bisschen. So, in der Werkbank können wir was machen? Seile, geil. Okay. Du musst wahrscheinlich Sachen freischalten, dass du an der Werkbank was machen kannst. Ich denke, ein Steinhochofen ist noch interessant. So, kann ich daran? Ich kann Seile herstellen, okay. Gut, ich kann immerhin die Werkbank benutzen, das ist schon mal gut. Okay, so geht's weiter. Dann machen wir einen Amboss als nächstes. Mit dem Amboss können wir dann die Metallwerkzeuge machen. Eisenaxt, Eisenspitzhacke und so weiter. Wir sollten auf jeden Fall erstmal gleich nicht raus, weil ich glaube, gleich ist erstmal Action. Mhm. Wenn ich das richtig verstehe. Weil gleich ist Sturm. So.
Es macht Spaß, Freakazoid. Es ist ein mega, mega cooles Game. Was ist das denn hier? Ich kann ein Gebäude, das heißt Contact-Gerät, zertifizierter Online-Netzwerksender für die Beauftragung von Auftragnehmern. Gewährt Zugriff auf SMPL3-Missionen und Operationen. Ich glaube, das ist auch zum Traden und sowas. Ein Plan. Ich glaube, man kann es auch anders als Leiter machen, aber ja, Leiter ist schon. Dann auf jeden Fall jetzt erstmal so die Werkbank. Ich mache noch den Hochofen und dann würde ich auch direkt erstmal die Metalltools lernen, oder? Yes. Also Eisenaxt und so weiter, Spitzhacke. Wollen wir uns da auch spezialisieren irgendwie? Na, jetzt gerade würde ich die Werkzeuge und Waffen weiterhin beibehalten, so wie vorher halt auch. Es gibt auch eine Fischerbank. Alter, es gibt hier so viel Scheiß, ne? Ja, gib mir noch mal 3 Stunden, dann kann ich das auch alle sehen. Oh, wir gehen gleich jagen. Dann machen wir das zusammen. Weil bei mir, ich will, wie gesagt, ich brauche noch ewig, bis ich freigeschaltet habe. Ich will es am Anfang Level 8. Sei nicht traurig, Edo. Ich will auch Content haben! Sei nicht traurig. Bei mir gibt es freizuschalten Holzstapel, ein Knochen und ein Steinmesser und eine Fackel. Das ist okay. Das war's. Haben wir noch Steine? Ich hab irgendwo gefarmt. Das ist schade, dass das nervt mich ein bisschen, dass das mit der XP so doof ist. Das hätten die besser lösen können, finde ich. Ja, wäre schön, wenn das ein bisschen ausgeglichener gewesen wäre. Weil du bist halt geforced, jagen zu gehen. Es ist einfach so, wenn du leveln willst. So. Das heißt, du kannst dahin gehen, nicht spezialisieren. Das ist ein bisschen schade. Oder die hätten vielleicht einfach einstellen sollen, einfach komplett Shared XP. Dass wenn du als Team einwilligst, einfach komplett Shared XP. Das wäre sogar am besten. Ja, es ist halt das Problem, dass ich die ganze Zeit weg war auch, ne? Du hast halt selten was abbekommen von der XP. Ja. Und ich krieg halt, das Ding ist, ich krieg halt einfach, wenn ich baue, krieg ich halt gar keine EP. Und wenn du Holz und Steine machst, sowas, weißt du ja, wenig EP das gibt. Ja. Ne, das Jagen ist schon krass. Und vor allem das mit der Verstohlenheit. Ja. I'm so excited. Mehr zusammenbleiben. Ja, wie gesagt, wir wollten uns spezialisieren, aber spezialisieren ist kontraproduktiv leider. Das ist ein bisschen schade. Das hätte ich mir sehr gewünscht. Weil das war so ein bisschen das Ziel, dass wir uns komplett spezialisieren und dadurch halt schneller Progress machen. Aber dadurch hast du halt, Spezialisierung ist halt so ein bisschen dadurch leider aufgehoben. Ich finde, dann beißt das Spiel so ein bisschen sich selbst so, weil für Singleplayer ist halt egal, komplett egal. Für Multiplayer, ja, finde ich das ein bisschen kontraproduktiv leider. Es wäre viel, viel cooler, hättest du, wenn du die Möglichkeit hättest zu sagen, wir machen komplett Shared XP. Weil dann kann jeder das machen, worauf er Lust hat und man erreicht trotzdem gemeinsam das Ziel. Das ist das Ding. Geht ja über die Skill Trees, was laberst du? Was meinst du? Was? So. Ja, ich habe 2 Tiere getötet und 2 Tiere war jetzt fast so viel gefühlt wie, keine Ahnung, wie eine Viertelstunde Holz hacken. Deswegen sollte ich jetzt einfach, ich sollte jagen gehen. Das steht jetzt außer Frage. Deswegen. Okay. Und ich weiß nicht, wie weit Shared XP geht. Was du kritisiert hast. Ich habe kritisiert, dass du mit Jagen viel mehr Erfahrung bekommst als mit anderen Dingen, Lost in Space. Ist es nicht so. Okay, ja, ich muss jetzt aber auch in eine Pfeile und sowas dann rein. Okay, was haben wir denn hier? Steinpfeile. Ja, dann gehe ich jetzt aber auch in die Waffen rein und sowas. Steinpfeile, Knochenpfeile, Leuchtfeuerpfeile. Projiziert deine Position in den Himmel. Okay, das ist ja wild. Okay, Feuerpfeile. So, Leder, Knochen, Stöcker. Ich mache mir jetzt ganz viele Knochenpfeile. Knochen. Leder für Pfeile? Ah, Leder. Nicht Felle. Leder. Knochen, Stöcker. Das war Holz. Schnicks, hallo, hallo. Stöcker. Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall gleich auch auf Jagd gehen. So. Herstellung. Was machen wir denn hier? Das sind Knochenpfeile. Machen wir Max. Gibt das eigentlich EP, wenn ich die herstelle? Ja. Okay, das gibt sogar ganz gut EP. Ja, aber gut. Okay.
Was laberst du, ist auch eine hervorragende Basis für eine vernünftige Diskussion, ja. Das finde ich auch. Was laberst du, ist immer die beste Art und Weise, in eine Diskussion zu starten. Was laberst du, Alter? Bist du komplett dumm? Ah, ja genau, ich verstehe. Okay, Talente. So, Tierhaltung. Tierhaltung ist auch nice eigentlich. So. Wenn das Level so mühsam wäre, würde es mich auch stören, aber dem Spiel geht das schnell voran. Es geht mir nicht darum, also die Problematik ist gerade, es geht mir nicht darum, dass es lang dauert. Ich mag den Grind. Es geht mir darum, dass wir zusammenspielen, aber nur unterschiedliche Progress haben. Kay baut gerade schon Stahlwerkzeuge, schaltet ganz neue Sachen frei, beschäftigt sich mit ganz anderen Dingen, während ich gerade noch im alten Tech-Tree hänge und nichts machen kann. Das ist die Problematik ein bisschen. Weil ich will das mit ihm gemeinsam erleben, aber er lebt das immer vor mir. Versteht ihr? Das ist so ein bisschen das Problem. Ich hätte gerne mit Kay gemeinsam den gleichen Progress, dass wir gemeinsam drüber reden können. Er geht jetzt schon den gesamten Progress durch, er schaltet schon alles frei, er baut schon alles und ich habe das Stunde später dann. Und dann sagt er schon, ja, kenne ich schon, habe ich schon gebaut, ich habe doch schon Steinwerkzeuge, ich habe schon das, ich habe dies, ich habe das. Und er macht da alles für mich und wirft mir die Sache immer zu. Und das ist so ein bisschen das Problem. Ich laufe immer nur hinterher. Und ich werde so gesehen immer von ihm gespoilert. Ich will es halt selbst erleben, ich will selbst freischalten, ich will selbst bauen. Aber dadurch, dass er immer den Progress hat, wird er immer schon die Werkbänke alle bauen können, er wird schon die Sachen freischalten können, er wird schon alles fertig haben und ich bin immer der, der dann halt, sag ich mal, hinterherhängt, wenn ich nicht jage. Deswegen müssen wir uns einfach mit den Sachen abwechseln. Sonst wird einer immer hinterherhängen. Das ist halt so das Ding. Ein Spiel zumindest. So, ja, yeah, ich geh jetzt mal jagen. Ich wollte jetzt so ein paar Sachen herstellen. Du wirst halt so ein bisschen gehetzt dadurch. Und das finde ich, stört mich leider ein bisschen. Aber ist okay. Muss ich jetzt durch. Pfeile. So, mach ich nochmal die. Max. Oh Gott, keine Steine. Lost in Space, alles gut. Relax, please. So, das. Das Ding ist halt, kann nicht mehr viele Pfeile machen, ey. Das heißt, ich habe jetzt meine 30 Pfeile, damit komme ich ja nicht mal weit. Weil ich ja... Leder, Knochen besorge ich hoffentlich und Stöcker. Fasern, ich nehme das alles mit, was ich erstmal für Pfeile brauche. Fasern brauche ich. Ich benötige auf jeden Fall Stöcker. Ich benötige Leder und ich benötige Knochen. Brauche ich noch irgendwas anderes dafür? Außer Steine oder Knochen. Okay, jetzt muss ich mal Knochen zu besorgen. Ein Messer habe ich, ein Knochenmesser. Könnte man schon Besseres machen eigentlich? Ein Knochenmesser. Ich muss das lernen, damit ich es auch sowieso am Ende dann auch nutzen oder reparieren kann. Okay. So. Let's go! Warte mal, in welche Richtung ist er gelaufen? Nach da, dann gehe ich mal in die andere. Wie hat er denn Zeit zum Bauen? Eigentlich müsste er ja auch eine Pause vom Jagen machen. Ja, Kay wird nicht bauen. Und deswegen bin ich jetzt... Deswegen wird keiner mehr bauen. Deswegen werden wir beide jetzt jagen. es wird halt... Ich weiß, dass Kay gerne Progress pusht. Und deswegen werden wir jetzt wenig Zeit haben, glaube ich, auch so Sachen zu bauen oder sowas. Weil in der Zeit, wo ich baue, werde ich immer wieder ein bisschen abgehängt. Deswegen muss ich jetzt immer pushen. Das heißt, ich muss mich am besten mit Verstohlenheit ran. Müsste ich trotzdem wegen Unwetter oder so bauen? Ja, definitiv. Wie viele Subs gab es schon? 50. Seid ihr auf einem Server? Yes. Main Quest, ich glaube, ich kann die nicht alleine pushen. Müssen wir, glaube ich, zusammen machen.
gleich von der Seite. Ich muss eigentlich immer Headshots machen. Wie kann ich die verschiedene Pfeile auswählen? Wahrscheinlich mit... Ja. Ah, da. Warte mal, das sind jetzt die Knochenpfeile. Spiel ist halt zum Teil für Teams ausgelegt, sag ich jetzt mal. Ist halt auch so ein bisschen, man ist auf sich auch selbst eingestellt. Aber es ist auf jeden Fall krass, wie viel Pedo einfach mehr kriegst. Wie viel dir so ein Tier, weil du hast ja mehrere, du hast ja auch die Abbauen von den Knochen, gibt nochmal EP? Oder gibt es auch EP? Bin ich sicher. Wenn wir sterben, fangen wir ganz von vorne an. Das Problem beim Jagen ist, er sieht die Tiere durch die Anzeige des Lebensbalkens schon ewig weit und du nur aus Grünzeug, er wird immer schneller dadurch sein. Ja, weil Kay hat reingeskillt in Jagen. Ich muss die Tiere suchen, bei ihm werden die halt angezeigt schon. Das ist halt auch ein bisschen Problematik. Er wird wahrscheinlich einfach nur noch durchrennen, ja. Das ist... Naja, was soll's. Ist jetzt, wie es ist. Gucken wir mal, wie sich das langfristig entwickelt. Uah. Ich muss auf jeden Fall auch gleich in Jagen komplett reinskillen, damit ich auch die Tiere von weiter weg sehe. Gibt's ja bei 7 Days, so da gibt's ja auch den Skill. Aber bei 7 Days war das halt nicht so relevant. Das haben die ein bisschen besser gelöst. Bei 7 Days konntest du halt wirklich in verschiedene Dinge reinskillen. So, wo ist denn das hier bei den Tieren? Jagd. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit beim Tragen. Ermöglicht die Verarbeitung von Leder. Erhöht die Ausdauerregeneration. Wo ist denn, dass ich die Tiere sehe? Erhöht Knochenausbeute beim Häuten. Erhöht Bewegungsgeschwindigkeit beim Ducken. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Erhöht die Verarbeitung von Leder. Gesundheitsbalken von Tieren anzeigen. Ja, das brauchen wir. Das ist auf jeden Fall wichtig. Das heißt, guck mal, jetzt sehe ich die Tiere von weiter weg. Ja, ja, okay. Das ist auf jeden Fall das Ausschlaggebende, dass du da reinskillen musst. Ja, das ist halt so ein bisschen... Ich muss echt sagen... Dadurch, dass das so ein Wettrennen wird, nimmt das halt echt so ein bisschen... Ich bin ja jemand gerne, der so gechillt spielt und relaxed einfach eine Base baut, aber dadurch wird das jetzt so ein Wettrennen. Und dadurch wirst du halt immer so ein bisschen gehetzt. Dadurch kannst du nicht einfach entspannt eine Base bauen, sondern ich muss jetzt jagen. Ich kann nicht jetzt einfach irgendwie mal ein bisschen Holz machen, ein bisschen bauen, ein bisschen kochen, sondern muss jetzt jagen. Wenn ich nicht jage, hänge ich hinterher. Und das ist wieder... Das ist halt, was das Spiel leider nicht so perfekt löst. Weil du, ja... Du bist nicht frei in der Art und Weise, was du machen möchtest. Sondern du bist ein bisschen reingezwungen. Liegt aber ja an eurer Absprache, was ihr macht. Das Spiel kann nichts dafür. Na doch, das Spiel könnte es ja so balancen, dass es andere Dinge auch EP geben, sag ich jetzt mal. Oh Gott. Zum Beispiel Sachen bauen und sowas. Das Spiel könnte ja machen, dass du, wenn du eine Base baust, wenn du Wände baust, kriegst du EP. Wenn du angelst, kriegst du gute EP. Wenn du Holzer baust, kriegst du gute EP. Sowas könnte das ja balancen, sag ich jetzt mal. Dass die Rollenverteilung sinnvoll ist. Dass du nicht nur in eine Richtung pushen kannst. Oder du kannst globale EP sharen oder sowas. Das wäre ja so ein bisschen die Möglichkeit. Weil was ich jetzt sagen könnte, könnte sagen, okay, du darfst jetzt nicht mehr jagen. So, das wäre aber ja auch doof. Pedro. Yes. Lass uns mal die Höhle hier erkunden, bitte. Nee, lass mich jetzt mal erstmal leveln jetzt. Wir müssen mal Level 10 schaffen. Wir leveln dich gleich zusammen. Ich habe schon gesagt, ich habe eine Stelle gefunden, wo High-Level-Wölfe sind. Hier ist gar keine Höhle. What the fuck? Wait. Ja, man meint. Okay, anscheinend müssen wir diese Höhle irgendwie erst aufgraben oder so. Auch nicht schlecht. Es gibt, ich habe eine Stelle gefunden, wo viele Wölfe sind. Dann kann ich dir einfach die Knochenpfeile geben und du killst die. Ja, warte, ich habe hier auch gerade ganz viele Tiere bei mir. Ich
hätte gedacht, hier wäre eine Höhle, aber stattdessen ist hier ein riesiger Stein, den ich wegholen muss. Lohnt sich Tiere abbauen oder einfach die Leichen liegen lassen? Wie machst du das? Ich baue die immer ab. Aber ich baue halt auch diese Knochen. Krass, wie viele EP einfach jagen gibt. Das ist so unbalanced. Yep. Welches Level hast du? Ich bin jetzt Level 9. Okay, ich bin jetzt Level 17. Ernsthaft? Come on. Nein, bin ich nicht. Okay, ich dachte schon. Ich hätte sie geglaubt, aber es ist halt echt krass. Ich wollte eigentlich sagen, ich habe jetzt die dritte Tech-Stufe erreicht, aber das war mir zu unglaubwürdig. Ich hätte sie geglaubt. Es ist echt krass, wie viel. Also, das ist, du bist halt, keine Ahnung. Gibt es noch eine andere Möglichkeit, schnell zu farmen? Wahrscheinlich nicht. Das ist halt wirklich Jagen. Jagen, Idee ist auf jeden Fall. Das ist krass. Ja, das ist finde ich, nicht gut gelöst, leider. Das nervt mich ein bisschen. Weil ich bin jetzt verpflichtet zu jagen, weil wenn ich nicht jage, schießt du mir komplett von dann. Und dann hast du Tier 3 und ich stehe noch mit Tier 1. Das heißt, ich muss jagen. Aber ich will eigentlich gar nicht jagen. Ich will in der Base chillen, ich will Sachen bauen und so, aber kann ich nicht. Ich muss jagen. Wenn ich hier nicht jage, dann ist das komplett useless. Das heißt, dieses Spiel zwingt mich dazu zu jagen. Ich würde am liebsten jetzt die Base weiterbauen. So ein bisschen. Aber hast du denn jetzt irgendwo schon mal Erz gefunden? Nee, noch nicht. Ich muss ja sagen, ehrlich gesagt, suche ich auch nicht. Ich jage jetzt, ich muss leveln. Ja, nö, ich suche. Für mich ist gerade so, Map-Erkunden und so, ist alles gerade nebensächlich. Ich muss mich mega beeilen, damit ich irgendwie ansatzweise versuche, euren aufzuholen. Es kommt gleich ein Sturm, ne? Ja. Also, geh nicht zu weit. Könnte gefährlich werden. Gangster Cracker, was geht ab? Man kriegt doch die Pfeile wieder zurück. Edo? Ja. Ich habe mich in eine Höhle reingegraben und ich Eisen gefunden. Okay. Ich bin noch nicht ganz drin, aber auf dem besten Weg. Oh Gott, das wollte ich gleich treffen, Kleine. Denk dran, das Wetter schlägt gleich um, ne? Yes, ja, ich darf gleich nach Hause. Ich glaube, hier nicht so weit weg. Okay. Willst du mitkommen in die Höhle? Soll ich warten? Ich würde echt ganz gerne wirklich mein Level freischalten. Also, ich kein Bock, ich hänge halt wirklich hinterher. Ich würde gerne Level 10 zumindest einmal schaffen. Und mal den Tech-Tree mal angucken. Wo ist denn das? Tier. Das kleine Tier wollte ich eigentlich gar nicht treffen. Andererseits, macht das. Krieg ich EP dafür? Ein Wurm, der mit. Ich krieg, glaube ich, gar keine. Und 212. Und dafür kriegt, glaube ich, gar keine EP. Ich glaube, es macht gar keinen Sinn, die Tiere rauszunehmen. Ich glaube, man sollte sie nur töten. Es gibt keine EP. Nee, ich sollte eigentlich, glaube ich, keine Tiere. Ich sollte sie nur töten. Gar nicht ausnehmen. Ich glaube, das ist the way. Ey. Weil die Pfeile brauche ich. Kriege ich die Pfeile auch so raus? Ja. Glaube einfach töten, gar nicht einsammeln. Das glaube ich, the way. Spaß auf die Messerqualität. Einfach nur Pfeile mitnehmen und weiterlaufen. Ja, aber ich kann die Pfeile wieder einsammeln, wenn ich sie nicht verschieße. Bringt heute wirklich viel? Das hat 437 EP gegeben. Heute bringt 212. Die Hälfte. Die Frage, was geht schneller, heute noch ein Tier töten?
das Spiel ist auf jeden Fall nicht für, für Nachhaltigkeit. Ein Wolfkill war 2000, okay. Das heißt, ihr braucht wahrscheinlich dann andere Tiere. Wahrscheinlich die Kleinen bringen nicht so viel. Okay. So. Okay, Tierlevel ist also auch relevant. Okay, verstehe. Das war jetzt Level 12. Das heißt, Level 12 ist dann nicht so relevant. Krass, wie viel EP das gibt einfach. Okay. Wie viel gibt das jetzt? 325. Okay. Talente. Kann ich nicht irgendwas in Richtung Jagen jetzt nochmal freischalten? Kleine Tiere in der Nähe werden beim Zielen markiert. Bearbeitung von Leder. Erhöht Fleischausbeute beim Häuten. Erhöht Bewegungsgeschwindigkeit, Knochenausbeute beim Häuten. Gibt das mehr EP dadurch? Mehr Ertrag, mehr EP wahrscheinlich nicht, oder? Muss auf jeden Fall da rein, um nach unten zu kommen. Das heißt, wenn ich so die Low-Tiere töte. So ein Hase, ich bringe der jetzt dann halt. Warte mal. Habe ich den jetzt eingesammelt? Statt ihn zu häuten? Ach, das war tragen. Ich muss schon aufs Messer wechseln. Das heißt, ihr sollt das nach vorne legen. Okay. Ich muss sagen, aber jagen macht mir Spiel Spaß. So. Kannst du auch die... Was kann ich der Hersteller Werkbank? Er wird eine Mission von Icarus machen oder nur Olympus? Eigentlich wollten wir alles, was es gibt, machen. Irgend so ein Hase Level 22. Okay. Komme ich auf Prometheus. Prometheus ist das neue, glaube ich, oder? So richtig schwer sein. Edo macht der P als nordafrikanischer Einwanderer. True. Gut, jetzt wo ich es verstanden habe, nervt mich das nicht mehr so sehr. Man muss ja drauf, man muss ja einfach sich ein bisschen drauf verständigen. Oh, scheiße. Was man macht. EP war das? Vor allem, dass du die Tiere auch angezeigt bekommst. Klein, lohnen sie nicht mehr. Level 20. Wölfe haben gute EP gegeben, glaube ich. Scheiße. Oder? 2000, Wölfe geben gute P. Du kannst auch Tiere zähmen. Das war auf jeden Fall drin in dem Tree. Oh ja, trinken. Wo bin ich denn gerade? Richtiger Sturm ist auch nicht. Warte, wo bin ich überhaupt hingelaufen? Da hinten. Muss einfach wieder in diese Richtung. Habe ich noch ein paar Melonen oder sowas eingesammelt? Nee. Level 4 lohnt sich nicht. Level 3 lohnt sich nicht. Ich glaube, Hase lohnt sich auch nicht. Ja, Wolf, du musst Wölfe töten. Edo, willst du mal nach Hause kommen? Ist dunkel. Ja, ich bin nicht da. Ich muss leveln. Ich hab Dingens. Ich hab Eisen gefarmt. Wir haben jetzt gleich 80 Eisenbahnen. Nice. Ich kann damit noch nichts anfangen. Ich hab leveln. Auch. Ich weiß. Vielleicht sollten wir zwei verschiedenen Servern spielen. Nein. So. Nein, wir spielen zusammen. Das ist nur ein bisschen doof. Das hat uns gespalten, dieses System. Das hat uns gespalten.
Ja, es ist, ich finde es immer noch nicht gut gelöst, aber... Egal, ist jetzt, du wirst aufholen und dann wird es besser. Später, wir rennen einfach nachher ein bisschen mit Arca rum und schießen Bären tot. Ja. Gib mir noch 10 Minuten. Ja, deswegen. Ja, es ist halt, das System ist leider, es ist halt, man wird, ja, ist halt genötigt, das zu machen. Ist einfach so. Ja, man muss machen. Such dir die Wölfe. Wölfe im schleichen Modus, ja. Headshot rein. Hast du die Knochenpfeile gemacht? Die geben mehr XP. Ja, mach ich. Alles gut. Ich habe jetzt mit dem Jagen geht ja. Aber ich muss halt jagen einfach. Guck mal, dass du erstmal nur Level 10 machst. Ja, ich bin Level 10 bin ich gleich. Okay, weil dann sind wir gleich auf fürs Erste. Welches Level bist du jetzt? Ich bin jetzt 11, aber ich meine vom Progress her. Es geht ja darum, dass du die nächste Stufe freischaltest. Ja, ja. Das ist ja alles okay. Es ist ja auch, wir müssen nicht gleich Level sein. Was aber nervt, ist halt einfach, wenn du dann schon komplett anderen Skilltree hast, komplett andere Sachen baust und so. Und ich halt einfach noch Steinzeit hänge. Das ist halt einfach so, don't know. Naja, ist richtig. Das ist halt einfach doof so. Das ist vom Progress einfach, wenn du dann schon Eisen abbaust, neue Werkbänke baust, dir eine Kalaschnikow baust und ich noch mit Pfeil und Bogen durch die Gegend laufe, versuche Hasen zu töten. Ist halt immer so ein bisschen, das... Genau, Shared XP ist irgendwie komplett kacke gemacht. Ja, vielleicht wäre es doch sinnvoll gewesen, auf die Shared XP zu skillen und dann einfach zusammen einmal eine Runde jagen. Das ist ein bisschen das Ding. Also, da müssen wir wirklich beieinander bleiben, weil die Shared XP ist halt echt nicht so ein weiter Radius. Du müsst halt zusammenbleiben dann. Ja, das leider ja. Also, das macht halt, das ist wieder dieses Ding, Thema so Spezialisierung. Weißt du, was ich meine? Weil geplant war ja so, einer geht jagen, der andere macht dann irgendwie währenddessen irgendwie, keine Ahnung, was anderes. Aber funktioniert so semi-gut, wenn einer jagen geht und der andere macht was anderes. Leider ja. Ja. Aber wir holen wieder auf, das passt. Das ist kein Problem, was ja, sich nicht lösen lässt. Ja, alles gut. Mich nervt nur ein bisschen das Spiel, so wie das gelöst hat. Du wirst halt geforst in Jagen. Ja, ja. Beziehungsweise, es ist, ich bin da persönlich auch nicht so der Fan von, wenn es einen optimalen Weg gibt, der alle anderen richtig kacke dastehen lässt. Definitiv. Das ist halt, finde ich, bei 7 Days so viel besser gelöst. Mhm. Du kriegst bei 7 Days durch alles mögliche EP. Du kannst durch alles sehr gut leveln, eigentlich. Ja, wobei, bei 7 Days habe ich mir gedacht, Alter, ich will auch in diesen Stollen. Ja, im Stollen buddeln ist gut bei 7 Days, das stimmt schon, ja. Ich merke schon, es wird keine zweite Session geben. Doch, ich habe Bock, aber es bin echt ein bisschen genervt. Ja, alles gut. Das hört gleich auf. Wenn du hinterher bist und das ganze Zeug auch kannst, ist jetzt nicht so, als hätte ich krass was gemacht. Ich habe nur vorbereitet. Ja, ist gut. Ich gehe mal wieder weiter jagen. Willst du nicht schlafen eben? Ja, ich will Level 10 kurz. Mir fehlt aber nur ein paar Tiere. Gar nicht mehr so viele. 2, 3. Ja, aber dann lass doch eben kurz pennen. Gut. Und dann siehst du doch mindestens alles. Warte, habe ich Level ab? Ich bin Level 10, okay. Oh, nice, gibt's ja. Yes. Kommen wir sofort. Man muss aber ja auch dabei sagen, ich habe ja in der ganzen Zeit, wo du gebaut hast, habe ich ja nichts anderes gemacht, als zu jagen. Ich habe ja wirklich ununterbrochen gejagt. Ja, genau. Und du hattest auch dann, dadurch, dass du in die Dings gegangen bist, musst du jetzt auch machen. Ich muss mir jetzt auch im Talentbaum auf Jagen gehen, damit ich die Health Bike angezeigt bekomme und sowas. Ja, gut. Also, bei, Ich hab jetzt auch komplett in Jagd reingeskillt. Ah, okay. Ja, du hattest halt alleine durch Gesundheitsbalken, siehst du halt die Balken, dann kannst du ja viel, viel schneller jagen dann halt und so. Ja, ja, klar, das stimmt schon. Deswegen, und dann, also, ich hab dann am Anfang ohne Gesundheitsbalken gejagt, du musst die Tiere halt wirklich finden und hast dann mega den Vorteil, wenn du die halt siehst. Und deswegen bin ich jetzt auch in Jagd rein. Yes. Ja. So, schlafen? Yes, okay. Einmal hinlegen. Wollen wir dann, gleich zusammen in die Mine gehen? Weil wir haben jetzt gerade genügend Barren, um den Amboss zu bauen. Hä? Wieso liegt er nicht? Fuck. Ja, jetzt. Dann gehen wir zusammen rein, farmen die Mine leer, okay? Yes. Aber ich muss einmal kurz gucken, was ich jetzt überhaupt kann. Also ich habe jetzt gerade Level 10 erreicht. Ich würde gerne einmal den Skillshare anschauen. Ja, mach alles gut. Ich baue hier soweit noch. Okay. Stehen wir auch irgendwie auf? Achso, Moment. Achso, man muss ja selber aufstehen, ja. Ich hab auch, bei mir stand nicht F drücken, sondern nur drücken sie, um aufzustehen. Und ich dachte, hä, was denn drücken? So. Aber ist in 7 Days das Buddeln so krass OP? Ich bin mir gar nicht sicher, ob das in 7 Days so krass OP ist. Okay,
Aber war das vorher nicht schon mal ein Schlafsack? Ich hab doch zum ersten Mal da schon geschlafen. Naja, anyway. So, Technikbaum. Wir können jetzt in Rang 2. Finally. Okay. Okay, auf jeden Fall Werkbank. Ich hab was für dich. Komm her. Was? Hier. Haben wir für uns beide direkt gemacht. Da. Ein Langbogen. Nice, so, danke. Damit wir noch mehr jagen können. Yeah. boah, der spannt aber schnell, krass. Ich tausche den mal kurz aus. Hast du den alten zerstörtern gelassen? Ich hab den jetzt einfach nur ins Impf getan. Aber ich denke, den werden wir nicht mehr brauchen. Ich den alten. Okay. So, aber ich brauche echt mal 5 Minuten, ich will den Skillstream angucken und so. Ja, mach. Okay. Technikbaum. Also, Amboss können wir dann herstellen mit Eisenbarren. Schwere Arbeitsfläche für Werkzeuge aus Eisen und Stahl, verstehe ich, okay. Regenauffangbecken brauchen wir, glaube ich, jetzt erstmal nicht, später aber definitiv. Da will ich auf jeden Fall auch mal reingehen. Schaufel hatte ich schon mal die andere, brauche ich glaube erstmal nicht. Gießkanne erstmal egal, Holzschnitt ist egal, Tierpräparationsmesser, ein kleines, robustes und präzises Schneidewerkzeug. Mehr Ertrag. Das wäre vielleicht nicht bad, brauchen wir mal Nägel für. Dann haben wir Sauerstoffblase, ein einfaches luftdichtes Gefäß zur Speicherung von zusätzlichem Sauerstoff. Finde ich nice, gehe ich schon mal rein. Trinkschlauch finde ich auch geil, dass man Wasser dabei hat, kann ich gleich schon herstellen. Oxidlösungsmittel, effizienter Oxidator zur Verarbeitung von Oxid zu Sauerstoff. Das Ding hatten wir schon auf Tier 1, brauchen wir erstmal nicht. Ich glaube, ich skill trotzdem schon mal das Regenauffangbecken für die nächste Mission, wenn wir es definitiv bestimmt brauchen. Steinhochofen. Okay, für Eisen und Kupfer brauchen wir definitiv eine Feuerstelle. Guard Lebensmittel schnell und sicher. Im Grunde ein großer geschlossener Feuerstelle. Das ist mal nicht so wichtig. Ist aber nice. Hab ich Bock drauf zu bauen. Was ist ein Kontaktgerät? Blase nicht ohne den Oxidkasten. Ah, stimmt. Sauerstoffblase brauche ich wahrscheinlich den Oxid. Ja, du hast ja recht. Macht ja Sinn, um den dann da reinzumachen. Passt. Was ist das Kontaktgerät? Zertifizierter Online-Netzwerksender für die Beauftragung von Auftragnehmern. Gewährt Zugriff auf SMPL-3-Missionen und Operationen. Okay. Kochstation. Für... Also wir haben einen Ofen, eine Pökelstation und einen Kühlbehälter. Oh, ein Kühlbehälter ist nice. Konserviert Lebensmittel bei niedrigen Temperaturen, wenn er mit Eis ausgestattet ist. Okay, muss aber Eis besorgen. Finde ich nice. Eisenmesser. Was mit Eisenmesser? Kurzes Klappmesser zur besseren Verteidigung und für schnelleres Häuten. Okay. Ja, Kay ist jetzt ja in Werkzeuge reingegangen, deswegen brauche ich, glaube ich, nicht in Werkzeuge reingehen. Häutungsbank. Verarbeitet Tierkadaver vollständig zu mehr Rohstoffen. Aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt, weil du den immer nach Hause tragen musst. Das kostet, glaube ich, viel zu viel Zeit, ein Tier mitzunehmen und nach Hause zu tragen über die weiten Weg. Komposter. Anbaufläche. Einfache Fischerbank. Oh, ich hatte voll Bock auf Angeln eigentlich, ey. Richtig Bock. Einfacher Pack mit Ködern. Oh, das fehlt mir. Köder. Verbesserte Köderpakete. Chat, weiß jemand von euch, ob Angeln auch EP gibt? Gibt Angeln gute EP? Lohnt sich das, da rein zu scannen? Mörser mit Stößel für Mehl und sowas. Angeln fand ich nicht gut. Okay. Alle Werkbänke sind echt gut. Ja, ich guck gerade Kräuterwerkbänke. Futtertrog für Tiere. Oh, ich habe noch Hasen dabei. Stimmt. Oh ja, ich brauche Essen. Warum hast du uns gleich nochmal? Was haben wir denn hier? Gebratenes Rumpsteak. Konsumieren. Okay. Was haben wir denn hier noch? Das ist alles weiter weg hinten. Dekorationsbank. Die Buffs von Essen. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch Essensbuffs. Art der Deko. Deko ist auch nice. Hätte ich Bock drauf, aber gut. Ist jetzt erstmal hinfällig. Fenster. Wandfackel. Holzschrank. Hölzerne Befestigung. Torbefestigung. Textilienbank. Reitsattel. Teppichset. Kräuterwerkbank, Futtertrog. Scheiße, auf was will ich denn jetzt gehen? Ich habe noch 4 Punkte. Eisenmesser. Gehe ich auf Angeln? Ich hätte Bock auf Angeln. Angelrute aus Holz. Angelrute aus veredeltem Holz.
20 Qualität des Fisches. Angelkasten. Ein Ort, um ihre Angelköder und ihre Sachen aufzubewahren. Verbessertes Köderpaket. Boah, ich hätte schon Bock auf Fischen, ey. Ich hätte echt schon Bock auf Fischen. Wäre der Holz doch nicht was, um die Base sicherer zu machen? Ja, bestimmt. Aber ich will jetzt ungern Zeit mit Bauen verschwenden. Kochstation, vielleicht Sachen kochen. Vielleicht gehe ich mal in Kochen rein. Langbogen hat Kay gemacht. Ofen, da brauchen wir Kupfer und Eisenbarren. Und Epoxid. Also das ist Harz wahrscheinlich, oder? Epoxid, ist das nicht Harz? Pökelstation. Können wir jetzt schon machen. Kann mit Salz genutzt werden, um Nahrung zu konservieren. Ach komm, ich gehe mal in Essen rein. Vielleicht kriegen wir da auch ganz gute Erfahrungen, wenn wir Essen herstellen. Okay. Und dann können wir... Gut, hier kommen ganze Rezepte. Ich habe noch zwei Talente über. Was haben wir hier? Verstohlenheit schwieriger zu entdecken. Verbessert Verstohlenheit bei Stürmen. Gewährt Zugang zu den Tarnanzug-Blaupausen. Erhöht Fleischausbeute. Erhöht die Grundausdauer. Erhöht Knochenausbeute. Ermöglicht dir die Position von Weltboss auf der Karte zu sehen. Doppelte Ressourcenausbeute von Jungtieren. Mittelgroße Tiere werden beim Zielen markiert. Große Tiere in der Nähe werden beim Zielen markiert. Gewährt Zugang zu den arktischen Blaupausen. Wir müssen wahrscheinlich auf Tiere, mittelgroße Tiere. Oh, das kann ich noch gar nicht. Was brauche ich denn dafür? Warum kann ich das noch nicht? Ah, da muss ich erstmal so ein Achievement für freischalten, glaube ich. Ja, genug Tiere jagen, okay. Fleischausbeute ist, glaube ich, gar nicht so wichtig. Mehr Punkte in Jagen ausgeben dafür, okay, verstehe. Dann gehen wir hier rein. Okay. Kühlschrank wäre auch ganz nice. Ich hätte auch Bock, ich mach mal die Fischerwerkbahn, scheiß drauf. So.